Lucy, Rimworld. Lucy, wir müssen ausprobieren. Es geht so nicht. Wir müssen die Multiplayer-Mod ausprobieren und schauen, ob die mit anderen Mods stabil bleibt. Dafür müssen wir selber mindestens eine Runde zocken. Es geht nicht. Immer, ne? Ach, schlimm. Ach, schön, wenn ihr alle da seid. Das freut mich. So, jeden gegrüßt. Am Anfang geht das immer noch, ja. Ja, ich meine, mein Stream wird eh nicht größer als 11, 12 Leute. Also insofern vielleicht mal 20, wenn es ganz gut läuft. Ich bin nur so lustlos die Tage. Das tut mir leid. Naja, ich bin ja auch abends immer voll fertig nach der Arbeit. Also insofern, da werde ich wahrscheinlich auch nicht zu viel taugen. Aber trotzdem müssen wir das mal machen. Was machen diese Eiskristalle bei manchen Usern? Das liegt daran, wenn du in bestimmten Events gespendet hast, glaube ich. Ich kann jetzt gerade nachgucken, aber hover einfach mal drüber, dann sagst du dir, wo es herkommt. Das sind so Twitch-Sachen. Ja, Neo. Das sind so Twitch-Sachen. Immer, wenn du Geld investierst, kriegst du Zeug. Wenn du drüber hoverst, ist... Genau. Charity-Event. Ja, genau. So, ich glaube, ich nehme es einfach mal auf. Wir gucken einfach mal. Blub, blub, Leute. Willkommen zu Undermine im Stream. Wir machen unseren Spielstand weiter. Ich habe keine Ahnung, was ihr als letztes von diesem Spielstand gesehen habt, aber seid gewiss, dass es hier nicht so viel passiert. Wie Geld, ja. Ja, Geld ist auch immer so eine Sache, ne? What? Wir sind eine Frau. Nee. Nee. Das ist die erste Frau, die ich hier spiele. Guckt das an. Mit Boobies. Mega. Ich dachte, es wären nur Kerle, die man hier opfert. Jetzt werden auch noch Frauen geopfert. Finde ich nicht gut. Aber dann ab in die Mine. Ich habe keine Ahnung von diesen... Gary Boobies, wow. Das ist Gary Linde. Weiß Bescheid. Den Boobies des Todes. Kennt man. Zumindest wer Kotor gesehen hat bei mir. Den ersten Teil. Ah, Toro ist so beknackt gewesen. Okay. Erstmal sammeln und Zeug. Und du nicht. Nein, du auch nicht. Bist ein Penner. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Das wisst ihr ja. Ich habe auch sicher nicht mehr Erfahrung gewonnen seit dem letzten Mal, als wir das hier gespielt haben. Von daher, ich habe immer noch nicht diese blöden Bomben, die die Kristalle zerstören können. Ne? Ärgerlich, will ich unbedingt haben. Aber dafür hat das Geld noch nicht gereicht. Ja, aber dafür machen wir gut Schaden. Wenn ich jetzt schon mit zwei Schlägen tot bekomme, die Penner, ist das ein Fortschritt. Ein guter und großer Fortschritt. Finde ich genial. Oh ja, gib mir das Zeug. Ich brauche lecker, lecker Gold. Na, werfen kann ich jetzt auch schon besser. Sehr schön. Und hier seht ihr, ist wieder ein Secret Room. Das ist dumm, ich habe keine Bombe. Ja, da sind Bomben. Toll, danke für den Schaden, den ich bekommen habe, unnötigerweise. Ah, und genau hier liegt natürlich keine, ne? So ein Dreck. Ich kann Minen, glaube ich, nicht einfach dahin klatschen. Achtung, Minen fällt schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Immer wollen mich alle kaputt machen. Da ist schon wieder ein Secret Room. Warte mal, zwei Stück direkt aneinander? Oh, entschuldigt, Leute, meine Stimme ist gerade irgendwie ein bisschen komisch. Das ist wohl das. Ja, eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es ein gutes Trinket. Eins, das ich gerne habe, weil ich brauche leider viel Nahrung in diesem Spiel, weil ich krieg von allem Schaden, wie ihr hier seht. 6000 Minen, die mich killen. Oh ja, schaut euch an. Schönes Minenfeld. Vielleicht können wir noch ein bisschen... Ja. Oh, oh, oh. Was war das denn? War die Mine etwa nah genug dran? Das hier ist Fluch, ne? Ich habe eh keine Bombe, also es ist wurscht. Toll, das ist ein Raum, in dem ich nichts tun kann. Was für eine Freude. Danke, Game. Danke dafür. Für den besten Secret Room der Welt. Frauen dürfen auch in der Line arbeiten. In der Mine, ja. Warte. Ist das wie Isaac? Nur in einem anderen Setting? Es ist ein Isaac-Ding, ja. Aber der Unterschied zu Isaac ist... nein. Hier. A, haben die Kerle alle so einen hässlichen Schnauzbart. Und B, kann man seine Fähigkeiten dauerhaft aufwerten. Mit jedem Run... Und jedem bisschen Gold, das man hat, kann man seine Fähigkeiten verbessern und auch neue Fähigkeiten dazu bekommen. Und neue Items freischalten und sowas, wie bei Isaac. Aber das ist anders als bei Isaac. Also man ist besser am Anfang, je mehr man spielt. Which is pretty nice. Oh, 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 ich will dich hauen, ich will dich hauen, ich will dich hauen. Gib mir all dein Gold. Oh ja, und vor allem, ja, vor allem die Dinger. Mega gut. Ja, wenn ich ein paar verliere, ist halt okay. Oh, ich hab ein Schwert? Mehr Strength! Mehr Strength, cool! Aber ich wusste gar nicht, dass ich hiermit aufsammeln kann. Das ist ja voll gut. Okay. Ohne, dass er mich getroffen hat nochmal. Und wir haben ein Crawl Space gefunden, wenn ich jetzt mal auf Isaac Terminologie zurückgreifen darf. Sehr cool. Ich hoffe, ich habe ihn noch. Ach, natürlich laufe ich wieder ins Feuer, ich bin so hohl. Ich hoffe, ich habe ihn noch gekillt. Flüche sind doch schön. Ja, Killer, das sagst du mir immer, aber irgendwie waren die immer scheiße. Spawn Larvae, stimmt, den haben wir jetzt freigeschaltet.
beim letzten Mal. Danke für den Fisch, den kann ich gebrauchen. Mal gucken, was im Crawl Space ist. Das bringt mich ja nicht wirklich weiter ins nächste Level. Das ist neu. Avoid falling into holes, nice. Oder drop two potions. Bottles in a bottle. Das ist beknackt. Aber ich nehme die. Ich meine, Spawn Larvae. Es wird hier wahrscheinlich nicht viel bringen. Ich werde es trotzdem einfach mal einsetzen, wenn wir es gesehen haben. Okay. Und die springen direkt in den Tod, die Vollidioten. Ich dachte, die folgen mir jetzt wenigstens. Okay. Egal, wir haben es gesehen. Ich hätte es vielleicht besser bei einem Boss eingesetzt. I know, aber ist mir egal. Jetzt können wir zumindest zwei Bottles spawnen, wenn es nötig wird. Freunde. Na, ich habe falsch geguckt. Du bist da oben. Und die komischen... Haha, es ist so schön. Das ist das richtig Schöne. Die Fallen treffen auch die Gegner. Das gefällt mir extrem gut im Spiel. Okay, wieder irgendeine Potion. Ihr könnt verschwinden. Was haben wir hier für eine Potion? Cyclonic Serum. Temporarily increases throat size. Okay. Jo. Ah, bitte nicht kaputt gehen. Bottle in Bottle. Okay. Okay, ich wollte sie eigentlich nur einsetzen, um sie zu sehen, aber das ist ja hart, ne? Das ist ja mega scharf. Und jetzt könnte ich auch... Ich kann damit aufsammeln? Ist das irgendwie neu? Haben sie das reingepatcht? Das gab's vorher nicht. Kannst du mir nicht erzählen? Dass ich aufsammeln kann. Aber wir wissen ja, alle Potions hier haben einen gewissen Zeitfaktor und sind nicht wie bei Isaac an Räume gebunden. Was extrem Nietzsche ist. Finde ich voll super. Und deshalb werde ich die auch einfach mal so einsetzen. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben die Throw Size ein bisschen zumindest. Oh mein Gott, die hätte ich gern immer. Ich will immer diese Größe haben, mit der ich werfe. Geht einfach mal weiter, wir haben hier keine Bombe. Leider. So long and thanks for all the fish. Jetzt kommen die Quotes wieder, ne? Per Anhalter durch die Galaxis Quotes. Jetzt muss es wieder sein. Das Ding ist, ich habe den echt voll spät erst gesehen, ne? Ich habe den erst letztes Jahr geschaut. Hier kann ich drumherum springen, das ist okay. Ich würde gerne an die Kiste rankommen. Ich hätte auch gerne gesehen, was in dem anderen Secret Room ist, natürlich. Ich gehe mal hier runter zuerst. Hier ist nämlich eine Sackgasse. Wir werden heute auch nicht eine ganze Zeit Undermine spielen. Das halte ich wahrscheinlich überhaupt nicht durch von der Konzentration. Aua, her, und weil ich so scheiße bin in diesem Spiel. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes spielen. Ich habe ein paar Vorschläge, was wir machen könnten. Ihr könnt es dann wahrscheinlich einfach in einem kleinen, schnellen Poll auswählen. Und schauen wir mal, was wir noch machen. Oh, guck mal hier, mein Freund. Hallo. Leider nichts, wo du mir helfen kannst. Ja, ich treffe auch voll gut. Okay. Ich gehe nicht nah an den ran. Kannst vergessen. Der kleine Bobo. Der kann so nützlich sein, indem er alle Steine kaputt macht, die so da sind. Und man dann Special Crawl Spaces und so einen Scheiß findet. Aua, das war unnötig. Oh, oder sowas. Für sowas ist er auch gut. Und dann tötet er sich, wenn er ins Loch fällt. Auch okay. Da könnte ich einen Schlüssel für aufbrauchen. Dann komme ich an die Truhe. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Secret Room. Das war nützlich. Ja. Richtig viel Gold und Nom-Noms. Nein. Oh, nein, ich dachte, ich hätte ihn noch. Ihr dreckigen. Oh, ihr dreckigen kleinen Penner, ey. So viel Gold flöten gegangen, nur wegen den Affen. Oh, scheiße. Naja gut, dann gehen wir trotzdem jetzt hier rein. Den Schlüssel haben wir. Beim Shop brauche ich auch einen. Und der hier ist nicht mal wirklich gut. Das Covermore Secret Rooms, yay. Ich meine, dann sehe ich sie eher, jo. Aber ich komme eh nicht rein, ich habe keine Bomben. Was soll mir das bringen? Die Gegner sind einfach zu süß. Die sind doof. Die sind nicht süß. Jetzt haben wir wenigstens eine Bombe. Und einen Schlüssel. Und noch einen Schlüssel. Sehr gut. Das war extremely rich. Das zu bekommen. Haben wir den Stein noch mitgenommen? Ja, ich denke, wir gehen in den Shop. Wir haben genug Geld.
Hier kriegt man ja richtig viel Geld, wie das zu Isaac. Ha. Mir ist das Fleisch genug wert. Drops Bombs continuously. Ich glaube, ich nehme das Fleisch in den Schlüssel. Das kostet eine Menge Kohle. Das sind 400 Bucks. Aber ich werde es brauchen. Hier haben wir ja alles, ne? Ja. Wir haben den Loyalty Discount. Auch wenn ich davon nicht viel gesehen habe, aber ist okay. Und sonst haben wir, glaube ich, auch alles. Brauchen wir eine Bombe da oben? Bin mir gar nicht sicher. Aber der Char verändert sich nicht durch die Items, die er aufsammelt, wie bei Isaac. Ja gut, aber bei Isaac wird er dann ja auch ziemlich creepy. Und das hat ja auch, das ist ja auch der Stil des Spiels. Hier nicht. Also hier ist das ja, das ist schon eine andere Design-Choice dahinter. Also das, ja. Der Char verändert sich nicht, das muss man einfach so hinnehmen. Aber ist auch gar nicht notwendig, finde ich. Ich finde das bei Isaac auch teilweise ein bisschen übertrieben. Vor allem, weil sich ja eh überschreibt die ganze Zeit. Am Anfang ist es noch yay, da ist irgendwie immer mehr Scheiß und dann irgendwann überschreibt sich nur noch. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Sollen wir die 2 Bottles mal einsetzen, frage ich mich. Das war... Ach so, das war die Falle. du kannst mir ehrlich gesagt helfen. Danke für das Fleisch, das dann wieder direkt zerstört wurde. Crawl Space, danke. Nein, du nicht. Au. Ach, genau das wollte ich verhindern. Und Schlüssel, sehr gut. Guck mal, das ist, die 2 Fleisch sind schon wieder weg. Aber den Crawl Space mitnehmen ist gut. Auch wenn der zu überhaupt nichts taugt. Ja, ich kann Blitz und Feuer gleichzeitig bekommen. Ah, bitte nicht entzünden, danke. Aber das war wirklich einer der lamesten Crawl Spaces überhaupt. Sehr schade. Der aufmerksame Beobachter... Hohohoho, das ist schon geil. Der aufmerksame Beobachter wird gesehen haben, dass wir eigentlich schon runtergehen können in die nächste Ebene. Aber warum sollte ich? mir ist zumindest nicht bewusst, dass es hier einen Rush-Mode gibt. Und selbst wenn, mag Rush nicht. Generell nicht. Das Vieh ist abgehauen. Hier können wir uns noch ein bisschen Gold gönnen. Danke. Schwinde. Das können wir uns auch mitnehmen. Schee. Da muss ein bisschen unser Vögelchen mithelfen. Okay. Ne, sonst nur hier oben. Hier ist wahrscheinlich der nächste Special Sheet. Das ist dein Ende. Schön. Au. oh ja. Oh ja, danke. Es waren nur 20 für 100 Gold. Okay, hätte ich daran gedacht, dass Fleisch so wenig wert ist oder mich noch daran erinnert. Vögelchen ist aufgelevelt. Dann hätte ich es definitiv nicht mitgenommen. Ich finde es auch schade, dass sich der Level des Vögelchens nicht hält. Das setzen wir auf jeden Fall. Wir haben 3 Schlüssel. Super. Ja, das ist okay. Das ist ein gutes Item. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt es nur eine Belohnung für Flüche aufsammeln? Ja, aber was für eine Belohnung? Also nur ein Achievement oder Belohnung, Belohnung? 200 für einen Fisch ist es auch nicht wirklich wert. Feel the effects of a potion for longer. Das Ding ist nice. Ja. Das ist ein Trinket. Oh, und? Drop some protein. Das ist gut. Nehmen wir. Thank you. Ich weiß nicht, wie wir die Effects longer haben können, aber ist okay. Nehmen wir mal die 2 Flaschen. Hier ist der wenigstens safe. Was haben wir hier? Double your bombs. Okay. Und drop bombs continuously. Okay, dann müssen wir die Bombe auf jeden Fall mitnehmen. Weil dann die doppelte Bombenanzahl ist fast was, was ich gerne mitnehmen würde. Es ist nicht klug, es jetzt einzusetzen. Ich werde es dennoch machen. Außerdem werde ich den auch mitnehmen. Ne, obwohl, ich werde es noch nicht einsetzen, aber ich werde hier alles nehmen, was soll's, unser Gold halt weg, aber ist wurscht. Wenn der Run länger dauert und wir den Boss besiegen können... Oh, apropos, ich wollte die Wetten anmachen. 10 Minuten habt ihr Zeit. Könnt ihr eure hart verdienten Cookies wetten? Ich meine, jeder hat eh mehr als genug. Ihr seht die Options. Entweder... genau, Ausrufezeichen Bet. Dann 0, 1 oder 2 oder... und dann den Amount dahinter, wie viel ihr wetten wollt. 100 bis 10.000 Cookies müsst ihr wetten. Oder könnt ihr wetten. Moin, Kadex. Du kannst dann beim Ebenenwechsel den legendären Fluchhändler finden. Okay. Interesting.
Womit ich dann wahrscheinlich noch mehr Flüche haben kann. Yay! Ich wollte eigentlich die andere Bottle mitnehmen, ne? Aber die hier ist mir wert, die hier ist wertvoller für mich. Das werde ich ganz bestimmt nie machen. Stattdessen... Ah, das ist das Problem. Soll ich meine Bomben verdoppeln oder lieber warten, bis ich mehr bekomme und dann verdoppeln? Ich glaube, ich warte mal. Denn ich werde eine Menge Bomben brauchen. Oh, Scheit. Ja, danke für das Fleisch. Das ist noch nicht mal gekocht worden dadurch. Finde ich ein bisschen penetrant. Das war super nett. Aber ich werde eine Menge Bomben brauchen für die Gargoyles. Und ganz egal, ob ich noch eine Bombe finde oder nicht, Leute. Ich werde die verdoppeln, bevor wir den hier verlassen. Und werde mir die andere mitnehmen, weil die andere wäre für die Gargoyles auch schon ziemlich gut. Oh ja, schön hier. Das ist ja ein muckeliger Platz. Nein, 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 nein. Nicht erwischt. Es ist so blöd, hier zu feuern mit dem Ding. Man hat so wenig Kontrolle, habe ich das Gefühl. Okay. Holy Water. Remove a Curse. Ist auch nice, aber wir haben nichts, womit wir gecursed werden können. Ja, jetzt im Nachhinein hätte ich mir die Flasche besser mitgenommen, ne? Die Flasche. Hätte ich lieber versucht, die Dings noch zu sprengen irgendwie. Jo, hier ist gar nichts mehr, also werde ich jetzt verdoppeln. Ja, es ist blöd, es hat wieder nur zwei Bomben, aber... was soll's. Ich werde die anderen, das Bombengefäß mitnehmen, nicht das Holy Water. Obwohl, was seht ihr als besser an, das Bombengefäß oder das Holy Water? Ich könnte für beides argumentieren. Weißt du was? Versuchen wir wenigstens ein bisschen Nutzen daraus zu bekommen. Na komm, eine muss daneben liegen bleiben, bitte. Danke. Bitte nicht kaputt machen. Oh Gott, wie lange willst du denn noch Bomben droppen? Oh, wie gut wäre das bei den Gargoyles gewesen? Ich hätte es vielleicht doch besser aufgehoben. Oh ja, das hält eine ganze Weile an. Oh, bei den Gargoyles wäre das episch. Oh Gott, ich töte mich jetzt. I'm really dead. Ich bin so hohl. Okay, hat's ihr erledigt. Ich habe nicht untertrieben, was ich sage. Ich bin richtig schlecht in dem Spiel. Ja, das ist neu, ja. Fräulein Gary. Nein, Gary Linde. Oh, schon wieder weiblich. Warum sind wir auf einmal so weiblich? Ich meine, hey, ich find's okay. Das ist nicht irgendwie was Schlimmes, aber... Wie kommt's? Was ist das hier? Fire some Fireballs. Ne, ganz ehrlich, ich nehme die Bombe mit. Ich nehme auf jeden Fall die Bombe mit. Ich habe kein Geld sonst und kann es eh nicht für irgendwas einsetzen, das weiß ich. War halt ein Testrun. Ausrufezeichen Fail. Das war ein langer Run, ja. Ich muss mich einspielen, Leute. Passiert. Für euch sieht es so einfach aus, ne? Aber ich habe das hier seit Monaten nicht gespielt. Tot. Zum Glück kannst du niemanden infuriaten. Okay. Der Fisch. Der Bombe komme ich zumindest dran, wenn ich möchte. Was haben wir hier? Das Ding war nicht so toll, ne? Ja, das Ding ist sinnlos, weil ich habe eh nie High Health, ist das Problem. Es ist schön, dass mein Damage da hoch ist, aber... Ich bin halt nicht gut in sowas. Einen Schlüssel haben wir, nicht eine Bombe haben wir, und das Ding war gut. Und weil es gut ist, ich komme eher... Ach, ich komme da oben noch an eine Bombe, okay. Das heißt, erst die Bombe, Bomb for a Bomb, ist immer gut. Immer worth it, ein Stein könnte was sein. Und dann mache ich das hier kaputt, auch um die Steine zu zerstören. Okay. Increase Bomb Size, ich habe keine Bomben mehr. Ja, das wusste ich natürlich. Ganz bestimmt. Aber ich wusste, dass es ein gutes Item ist, auf jeden Fall. Leider komme ich hier nicht dran, das ist so ärgerlich. Du weißt, wie schwer es ist, Gimli. Naja, ich meine, man muss auch immer noch überlegen, dass ich ja dabei streame und laber und ziemlich unkonzentriert bin. Es läuft auf jeden Fall ein klein bisschen besser, wenn ich mich wirklich drauf konzentrieren würde. Das kriege ich so nicht ausge... Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Rand stehen kann. Ich probiere es einfach. Nee, keine Chance. Okay. Versuch war es wert, sind nur 20 Schaden, das kriegen wir mit einem Stück Fleisch wieder hin. Zapsi ist auch da, yay! Ich wollte noch weg. Nein, ich abhaue, du blödes Vieh. Ah.
Das Ding ist, wenn der Vogel schnell genug ist und das Richtige wählt, hätte man noch kriegen können. Weil der kann den das vom unterm Hintern wegschnappen. Ah, jetzt haben die meinen Kristall auch noch zerstört. Ihr blöden Viech, ich weiß gar nicht, dass das können. Okay. Das Schöne ist, ich kann die Pick werfen, also die Pickaxe, und weglaufen. Man sieht, dass ich immer noch gut genug getroffen wäre die ganze Zeit, aber hier ist gar nichts. Oh, wirklich? Das ist... Nee. Kann ich die Karte nicht irgendwie größer machen? Irgendwie nicht. Nein. Das wäre Bomben schlagen, irgendwas benutzen, werfen. Ne, keine Karte größer machen. Okay. Schade. Blöd. Kein guter Anfang. Aber schauen wir mal. Es kann nur besser werden bei sowas. Das wisst ihr ja. Hoffentlich. Optimismus pur und so. Bin ich eigentlich gar nicht so der Fan von, ne? Seid ihr sehr optimistisch? Würde mich mal interessieren. Oder eher Pessimisten. Oder was ich eigentlich gern von mir behaupte, ist, dass ich Realist bin und nicht Pessimist. Aber das sehen manche anders. Ich finde es schön, dass jeder von uns einen Namen hat. Also einen anderen. Jeder von den... Ah, das war schlecht. Das Gute ist... Au. Ich wollte nicht, dass er in die Bomben rennt. Das Gute ist, ich kann hier mit ihm jetzt eine Weile alle Steine kaputt hauen. Oh ja. Ich gucke mir später an, was es ist. Sehr schön. Komm her. Ah! Hat er sich noch killen lassen, der Dreckige. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse die Dinger. Ich will sie mal kaputt machen, weil es ist cool und macht Sachen kaputt. Temporarily increases critical chance. Kann ich nicht gebrauchen. Für den Moment. Oh, aber es kostet so viel. So viel Leben. Wenn man sich entzündet. Das ist so gemein. Und das kommt natürlich immer auf einen zu. Kannst du drauf wetten. Ich glaube, ich hole mir das, was auch immer hier ist. Es ist es schon wert, einen Schlüssel aufzugeben. Warpaint. Increase attack damage and speed when killing enemies. Ja. So ein bisschen Berserk. Hätte ich eine Bombe, würde ich es kaputt machen. Und würde mir den Curse holen. Just because. Obwohl, ist die Frage, kriegt man davon noch mehr als so den Curse? Ja, das ist gefährlich. Ach stimmt, die Dinger kann ich auch dazu nutzen, um hier kaputt zu machen. Und ich kann sie dazu nutzen, ihn zu aggroen. If I would prefer. Aber ich glaube, ich will das Vieh eher tot sehen, bevor ich sowas mache. Ja, jetzt. Okay, so viel dazu. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hier kann er mir auch nichts machen. Ahahaha, ouch. Ah, das Drecksvieh, ey. Deshalb will ich es lieber tot haben vorher. Das war knapp. Oh, ich krieg mehr Damage. Yay. Okay. Ja, mach gut kaputt. Sehr schön. Er lebt nicht mehr lange, ist das Problem. Ja, ist befürchtet. Aber noch eine Bombe, das ist gut. Critical Hit Chance. Nicht ideal. Die Dinger machen auch so viel Damage. Und die Rattis auch. Au. Ah, genau das wollte ich nicht, dass mich dieses Scheißding noch trifft, ne? Okay. Immerhin mehr Damage durch die Warpaint. Nicht, dass es noch irgendwas bringt. Oben ist der Shop. Wir haben einen Schlüssel, wir könnten hin. Wir haben zwei Schlüssel, wir können hin. Sehr gut. Finde ich super. Das Schöne ist, wenn die Dinger auf den Stacheln liegen, die Goldstücke, dann kommen die kleinen Penner auch nicht da dran. Ja, komm, gehen wir zum Shop. Ich habe nicht viel Geld leider, aber vielleicht gibt es ein bisschen was an Nahrung. Oh, und den Hut. Nicht, dass ich ihn unbedingt brauche. Wie viel kriege ich hier? Full of Bombs. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich kriege. Aber Bomben sind extrem nützlich und ich will eine Menge mitnehmen. Ja, es ist verschwendetes Gold, I know, aber trotzdem. Habt ihr gewettet? Hat irgendjemand wirklich gewettet? Das sieht nicht so aus. Wow.
Einer hat was gewettet. Really. Einer. Ich mach die Wetten jetzt nochmal auf. Das kann ja wohl nicht sein. Wettet mal eure Cookies. Das gibt's ja nicht. Ihr habt eh genug davon. Tut euch mal nicht so anstellen, Tuten. Ist ja schlimm. Also bitte. Ein bisschen, ne? Ein bisschen Engagement möchte ich schon sehen von euch. Au. Ah, und ich lass mich auch noch treffen. Ich bin so hohl. Und da verliere ich beide, ja. Das ist wieder klar. Hm, hätte ich noch kriegen können. Au. Oh, und ich springe auch noch voll rein. Aber echt mal Angsthasen. Und alle genug Cookies. Und das habe ich mich so ablenken lassen, dass ich gestorben bin. Das ist eure Schuld. Das möchte ich nur mal betonen. Das ist absolut eure Schuld. Jetzt sind wir keine Frau mehr. Das ist auch eure Schuld. So. Dass alle ihre Cookies checken. Jo, dann checkt halt die Cookies. Das ist doch nicht schlimm. Könnt ihr gern machen. Ihr habt eh alle genug. Kannst du mir erzählen, dass keiner nicht mal 100 Cookies von euch hätte? Auf mich zu hauen, du blödes Vieh. Au. Ah, natürlich musst du dennoch einsetzen, ne? Ich bin so scheiße in diesem Spiel. Das ist richtig peinlich. Warum spiele ich das? Ich kann ihn nicht hochladen auf YouTube. Da werde ich wieder nur ridiculed. Wie scheiße ich doch bin. Ja, komm. Das hier ist das Sicherste. Außerdem quieken die so schön. Da. Ist wie ein Dark Souls, ne? Hauptsache du wirst nicht getroffen, dann hast du gewonnen. Ja, eigentlich, wenn du mit einem Lebenspunkt überlebst, aber. Schön, dass die Dinger, dass diese Nester eigentlich auch eine maximale Anzahl an Spawns haben. Und nicht unendlich spawnen können. Was wieder mal so richtig dreckig wäre sonst. Okay. Ich finde es eigentlich schade, dass man nichts bekommt dafür, dass man die killt. Außer die hier. Den Bombenfutzel, wenn man den killt, bringt das was. Aber sonst ist das alles sinnlos. Hm. Ich bin ein bisschen underwhelmed von den Trinkets momentan in dem Spiel. Ich hoffe, da kommen noch ein paar bessere. Und zwar auch bessere Synergien. Weil das ist eigentlich das, was Isaac so geil macht. Die Synergien in den Trinkets. Dass du halt nicht einfach nur einen kleinen Buff bekommst, sondern dass du einen Buff bekommst, der sich mit einem anderen zusammen zu was Größerem entwickeln kann. Das ist was, was man haben sollte. Und hier bin ich safe vor dem Mist, deswegen bin ich hier hingegangen. Sehr schön, ein paar Bomben. Ich hätte eben gern den Run weitergemacht, weil da hatten wir eine Menge Bomben und eine Menge Bomben sind toll. Das ist es so nicht wert, ne? Boah, das ist es nicht wert. Kann ich das Ding hier kaputt machen? Ah, das war dumm. Hab ich die Bombe jetzt verschwendet? Of course I did! Fuck you, Game! Ich will's wissen. Nee, bringt nichts. Scheiße. Das heißt, ich hab doppelt verschwendet. Das ist es so nicht wert für einen Fluch und ein kleines Miner-Goodie, das mir eh nicht wirklich hilft. Wie ich gerade gesagt habe, keine Aua, Synergien und so ein Scheiß. Aber hey, was macht man hier alles, ne? Yay, cursed. Und ich habe Strength. No Swing Damage. Das ist allerdings cool. Wealth. Okay. Das heißt, wir sind double blessed und einmal cursed. Increase Gold Income. Okay. Und more Mimics than you would like. Das heißt, nur noch Mimics. Aua. Yay, nur noch Mimics. Au! Oh, I hate my life. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt da hinten rauskomme, ey. Das wird wieder ein kurzer Run, das sage ich euch. Brauchst nur sehr viele Relikte. Ja, aber das ist bescheuert. In Isaac brauchst du zwei. Für die, wo du schon geile Synergien mitbekommen hast. Du kannst am Anfang ein Relic bekommen und weißt, du wirst alle Synergien bekommen, die es im Spiel gibt. So in etwa. Das vermisse ich hier noch. Mag sein, dass es noch irgendwie kommt. Oh, der kostet mich einen Schlüssel, really? Die sind jeweils 20 wert rechts. Ich glaube, die Fische sind mindestens 30 wert und damit sind sie entweder gleichwertig oder besser. Ich werde es einsetzen, komm. Na, gleich viel. Alles genau gleich gewesen. Also egal, was du wählst, es ist immer richtig. Ah, yay, er ist auch schon wach. Schön.
Haha, brenne. Komm hier runter. Nein, komm hier runter. Der ist so hohl. Bobo, jetzt mach mal. Danke, schön, dass du die Ratte zerquetscht hast. Finde ich immer gut. Es wäre schön, wenn du noch hier hinten hinkommen würdest, aber ich glaube nicht, dass du noch genug Lebenskraft hast. Naja, du rennst jetzt da gegen die Ratte, bist tot, okay. Oh, ich dachte, die eine Ratte wäre tot. Ist das nicht mal erwischt? Nicht cool. Schlüssel haben wir jetzt keine mehr. Ja, selber schuld, was soll's. Kriegen eh nur noch Mimics, also besser wenn nicht. Oh Gott. Mein Gott, wie viele Rattis. Ich sollte vielleicht öfter versuchen einzusammeln mit der Pickaxe, ne, wenn das auch so geht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es so geht, aber ich kann es ja nochmal probieren. Aber gut, nur weil sie so groß war, war es wirklich sinnvoll, weil die Kleine, mit der triffst du einfach nichts. Dafür kriege ich gerade ziemlich viel Damage. Was Schönes. Was aber Positives gegenüber Isaac ist, ist nicht ganz so ein Tohu. Also das ist nicht ganz so viel... nein, nein, nein. Ah! Ich hab gerne erwischt. Richtig. Es ist nicht ganz so viel Geschosse, die durch die Gegend fliegen meistens. Es ist wahr, dass das nicht immer so ist. Oh, ich hasse sowas. Na, ich sollte noch nicht kaputt machen, den Lurker. Ich will ihn haben, um die Steine hier zu zerstören. Natürlich. Ein dreckiges Vieh. So ist besser. Ja. Ich dachte, der kriegt mich da nicht mehr scheiße. Na komm. Okay. Immerhin plus minus null. Mehr oder minder. Okay. Ich hab's noch nicht raus, richtig mit den Viechern fertig zu werden. Also mit allem. Ich hätte gerne noch ein paar Schlüssel, aber jetzt sind wir wieder in der Schlüssel-Drought. Halbwegs. Jetzt ist die Frage, Risiko im Shop eingehen oder nicht? Shop ist ein Risiko, weil halt nicht unbedingt was bei rumkommen muss. Aber der Shop wäre auch eine Möglichkeit, nämlich dass ich noch einen Schlüssel bekomme für ein klein bisschen Moneys. Ein bisschen Moneys habe ich, einen Schlüssel habe ich nicht. Ist es vielleicht auch ein Fehler, nicht auf Maximum Gold zu gehen und nur das Allernötigste zu kaufen? Bullet Hell war doch das Witzige an Isaac, finde ich nicht unbedingt. Es war eher das Nervige. Das gibt eh wahrscheinlich nur eine Mimik. Weißt du was, ich gehe zum Shop. Kann ich mir wenigstens aussuchen, was ich mir hole. Und Schlüssel, wunderbar. Dann nehmen wir den gleich mit. Und alles, was an Essen da ist. Und mehr Protein, das heißt mehr Essen. Habe ich nicht genug Geld für ab, scheiße. Ich mache noch ein bisschen Gold. Nur so ein klein bisschen. Komm her, nur ein Goldstück. Dann kriege ich wenigstens 5. Dann bin ich zwar wieder blank, aber who cares? Wenn ich tot bin, bringt mir mein Gold auch nicht viel. Zumindest nicht alles davon. Scheiße, hier habe ich genug. Okay, hat sich das erledigt. Gehen wir doch noch zur Mimik. Vielleicht haben wir da noch ein klein bisschen Gold irgendwo in der Wand. Okay. Salamander Tail, Chance on Hit to Ignite Your Enemies. Das ist ein super gutes Ding. Das ist ein richtig, richtig gutes Ding. Okay. Wir haben einen Curse. Wir haben aber auch zwei gute Sachen dafür bekommen. Das kann ich leider nicht mitnehmen, was mich ein bisschen nervt. Ich kann es auch nicht stehlen, wie zum Beispiel ein Spelunky, was ziemlich cool war. Ich glaube, ich habe auch nichts in der Wand vergessen. Nee, alles Gold ist gone. Ich könnte oben die zwei Steine kaputt bomben, aber ganz ehrlich, ich will die Bomben aufsparen. Ich will endlich diese scheiß Gargoyles besiegen. Die Gargoyles zählen übrigens nicht als richtiger Boss für mich. Das wäre so ein Zwischenboss. Das heißt, für die Wetten, nö. Der Höhe der Verschwender, ja, irgendwie schon, ne? Jetzt haben drei Leute gewettet. Egal, jetzt sind es halt drei Leute, die eine Chance haben, mehr Cookies zu bekommen. So. Tja, spielt halt nicht mit. Mache ich sowas halt nie wieder. Pech gehabt. Wenn ihr keinen Spaß dran habt, ist okay, dann mache ich es halt nicht mehr. Ach Gott, so viele davon. Ich meine, immer, dass ich gelöscht. Und dabei auch gleichzeitig sein Leben verloren, was cool war. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in so einer Sitsche stehe, wenn ich Feuer mache. Genauso wie mit dem Wasser. Wenn man im Wasser steht und Blitze schießt, dann ist auch gleich Ende. Ja, wir kriegen ein bisschen mehr Lebensenergie. Ich glaube, ich sollte all mein Gold, das ich mache, sofern möglich, direkt investieren. Au.
Goddammit. Ich glaube, ich habe ja nichts getroffen, oder? Direkt investieren. Und zu... Ja. Ich finde es gut, wenn ihr hier hinten seid. Das kriegt ihr auf einmal nicht mehr kaputt. Au. Ah, ich wollte nicht da reinspringen, Idiot. Schnell ins Wasser. Dann kann man wenigstens noch ein paar Lebenspunkte retten. Schön, wenn du dich abfackelst. Okay. Ich muss echt aufs Feuer achten. Das ist so gefährlich. Aber ihr seht, es lohnt. Das war eine Menge Bomben, die wir gerade bekommen haben. Okay. Kein Schlüssel. Schade, ich hatte es gehofft, dass da noch einer bei rumkommt. Wir haben genug Schaden sogar, dass wir mit einem Schlag das Gold aus der Wand holen können. Voll gut. Ich finde es jetzt aber auch nicht einfach schwer einzuschätzen, ob du noch zu einem Boss kommst. Naja, ich meine, das ist halt das Risiko. Wetten muss immer mit einem Risiko verbunden sein, ansonsten macht es keinen Spaß. Und es ist ja nicht so, als würden wir hier auf was Reelles wetten. Das sind ja nur Cookies. Kriegt ihr, wenn ihr einfach nur da seid. Und ich hoffe ja, dass das sowieso der Fall sein wird, oder? Wenn jetzt einer mein Gold geklaut hat, ist mir egal. Nehmt halt mein Gold. Darum habe ich nie Geld. Alles Geld stehlen. Das ist schön. Der Schlüssel, der ist eine gute Sache. Nein, nein, nein. Doppelpunch. Nicht ins Feuer! Nicht ins Feuer! Das Springen ist aber auch super schwer einzuschätzen, ne? Piep mal. Nichts, okay. Man kann die kaputt machen, wenn man nichts gefunden hat, aber vorher sollte man es nicht tun. Komm her, mach die kaputt. Platsch, platsch, platsch. Ist er in den Abgrund gefallen, der Held. Ich glaube, das Gold kann nicht in den Abgrund fallen. Nicht abhauen. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's noch. Okay. Oben. Na, ich komme nicht zum Shop. Es gibt zwei Shops hier, okay. Shop heißt Geld ausgeben, aber ich kann mehr bekommen. Ich hoffe, es gibt noch einen Schlüssel dort. Wenn nicht, ist halt. Ja, ne, verloren. Und dann verlieren wir halt ein Trinket. Ach ne, ich muss gar nicht zum Shop. Ach, da ist gar kein Schlüssel, okay. Das Ding ist das beste Item im Spiel. Das ist ein Item, wie ich es will. Gerade ein total sinnfreies Relikt bekommen. Naja, wird doch wieder ein Goldrun, okay. Unglitzert ist, hast du gesagt. Bei Bobo, okay. Gut, wir haben genug Bomben. Ich könnte sogar noch eine kaufen. Leider kann ich das nicht kaufen. Dafür sollte man sparen. Dieses Trinket ist das Wichtigste im ganzen Spiel. Das Trinket hätte ich gern jeden Run. Als allererstes. Ich brauche auf jeden Fall Essen. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor, die Bombe nehme ich mit, dann sind wir wenigstens wieder zu Null und das Trinket, oh well, ist halt verloren. Ist schade. Unten glitzert es, hast du gesagt, Nadinchen, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Danke für den Hinweis. Ah, hier, ja, du hast recht, moin. Hab ich nicht gesehen. Ahahaha, und natürlich eine Mimik, was auch sonst, scheiß Vieh. Ich meine, war ja eh klar, durch den Curse, dass noch gar keine kam, ist eigentlich ein Wunder. Übrigens, im klassischen D&D sind Mimics eigentlich auch riesig. Was ich sehr interessant finde. Die sind nie kleine Objekte, die können so ein riesiger Tisch sein oder sowas, aber sonst nicht viel. Fand ich ganz interessant, das zu lesen. Wo ich D&D ja eh gar nicht wirklich kenne. Ein bisschen. Return Damage but Amplified. Ist nett, ist aber wirklich kein gutes Item. Denn wenn man es richtig spielt, sollte man gar nicht getroffen werden. Also ihr seht schon, ich spiele es nicht richtig. Das ist okay. Risk. Ich hätte es von der anderen Seite machen sollen, hätte ich noch einen Stein mehr erwischt, aber... Okay. So, es fällt einem immer erst später auf. Eine Mimic-Stadt bestehend aus Mimic-Häusern ist bestimmt lustig. Oh Gott. Da bringst du mich auf eine gute Idee. Vielleicht implementiere ich sowas. In die Campaign, die ich plane. Mal gucken.
Ich hoffe, ob das wir jemals dazu kommen. Wäre echt schade, wenn nicht. Obwohl, sowas kann ich nicht implementieren. It's a little much. Passt nicht zum... Oh, das ist gut. Passt nicht zum Ambiente. Ah, er wird nicht in Flammen versetzt. Ah, da komme ich nicht drum rum schnell genug. Shit. Okay. Aber da bewähren sich die Flammen auf jeden Fall. Mein Gott, so viele Shops. So viele Shops hatte ich im ganzen Spiel noch nicht, habe ich das Gefühl. Die gehen leider auch nicht. Damit könnte ich mir in den Abgrund fallen, ist das Ding. Eine runtergesetzte Bombe? Ja, komm, die müssen wir mal kaufen. Und das auch. Einfach, weil ich sonst nicht überlebe. Patron! Wie viel Geld habe ich ausgegeben? Komm, sag's mir. Sicher viel zu viel. 10.000 Gold at Shops. Wow. 10.000 haben wir schon da gelassen. So meinst du, wenn ich das ganze Gold aufgespart hätte. Aber ich versuche ja langfristig zu planen. Und je weiter ich komme, desto besser. Oh, ich hätte übrigens auch mal wieder ein Item vom Schmied holen können. Für einen der Runs. Ich meine, keiner der Runs war es bisher wert. Vielleicht dieser hier. Aber generell... Aha, blödes Vieh. Dass man von denen auch nichts kriegt. Finde ich voll gemein. Dann wäre es wenigstens sinnvoll. Aber nein, die kosten einen nur. Gold, Gold, Gold. Die ganze Zeit. Tot. Aber mit unserem Grundschaden bin ich mittlerweile schon ein bisschen zufrieden, ne? Das ist fies, dass du da durchfeuern darfst. Komm hier runter. Na, ah! Dass man sich nicht bewegen kann, mag ich nicht. Dass man nicht angreifen und sich bewegen kann, finde ich richtig scheiße in dem Spiel. Ich meine, das ist Designentscheidung, jo. Verstehe ich. Verstehe auch warum. Aber es geht mir auf den Sack. Tierisch auf den Sack. Und ich will nicht. Ich will mich bewegen können, wenn ich schlage. Was meinst du, wie viel Schaden ich schon hätte vermeiden können dadurch? Abartig viel. Okay. Dass die hier gewaschen werden, wenn sie ins Wasser kommen und nicht mehr ölig sind, finde ich eine coole Sache. Das ist eine super coole Entscheidung. Schöne Interaktion mit der Umgebung. Ah, das Ding kann man auch kaputt machen. Ich hab's mir schon gedacht. Ah, ich hätte gern, dass du das Ding kaputt machst. Das Steinchen. Dann kriege ich das Gold. Vielleicht weniger, aber ist okay. Aber auch was auch immer in dem Steinchen ist. Okay, nicht viel. Sehr schön. Kommst du hier noch runter? Ach nee, da kriegst du ja nicht kaputt. Schade. Hier oben. Hier oben. Nein, überleb noch. Bobo. Du bist ein Blödian. Au. Oh, das war fies. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich damit noch trifft. Scheiße. Das hat mich jetzt echt viel gekostet. Ich meine, der Run ist eh schon wieder vorbei, ne? Und ich komme nicht durch. Sonst würde ich beide nehmen. Das eine ist extrem viel Gold und das andere ist ein Fluch. Mit ein bisschen extra. Auch hier komme ich nicht durch. Schön, das war also damit wieder alles. Moin Tag. Klasse. Ein Raum, der absolut nichts bringt. Cool. Ich weiß zumindest, dass ich die hier kaputt machen kann. Und da ich gerade so viele Bomben habe, versuchen wir es zumindest. Vielleicht bringt es ja mal was. Aha. If you have exactly 5 curses, remove 5. Bin ich ein bisschen von entfernt... Ach, scheiße, ich wollte mir doch Bomben sparen, ne? Bin ich ein bisschen von entfernt... Das war gut, aber ich versuch's. Aber dazu müsste ich zu der Kiste da unten kommen. Gary will einfach keinen Glitzer. Da war Glitzer? Auch gut, mehr Glitzer von uns. Da wurde gerade der Glitzer. Scheiße, muss ich noch eine Bombe verschwenden. Dammit. Ich gehe gleich nachgucken, Leute. Ich muss eh nochmal da runter. Aber ich will erst vorher oben rum. Vor dem Shop in dem Raum. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt ins Dungeon... Ist auch nichts Besonderes, ne? Wir sind zumindest mal wieder beim Dungeon. Das ist schon mal ein Fortschritt. Nicht, dass wir dort lange überleben werden, kann ich jetzt schon sagen, aber... Okay. Da unten war Glitzer, sagt ihr. Hier ist Glitzer.
Mein Gott, so viele Secret Rooms. Ich habe doch nicht mal den komischen Hut. Oh ja, danke schön. Die werden wir brauchen. War das der Glitzer? Ach, vor dem Shop in dem Raum, okay. Sonst kein Glitzer mehr. Das ist ein bisschen schade. Der Kopf hier ist noch ein extra entdeckt, aber... Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier runter. Au, ich bin so geil. Nicht wirklich, es war dumm. Kein Schlüssel mehr. Da auch keiner drin. Ich hatte gehofft, da wäre noch einer drin. Ja, dann versuchen wir halt ins Dungeon zu kommen und dort irgendwie zu überstehen, ne? Jetzt reicht mir das Glitzer nicht einmal. Der Glitzer und nein, tut er nicht. Ich könnte unten noch kaputt machen, aber ich spare meine Bomben. Wenn ich nicht mehr Lebensenergie bekomme, wird das mit den Gargoyles sowieso nichts. Ich brauche volle Leben, dann habe ich eine Chance. So habe ich keine Chance. Ich kann den Dingern nicht ausweichen. Ich habe keine Ahnung, wie. Die Räume sind zu eng. Das ist einfach nur Shit. Thorium ist nice. Jetzt kriege ich den fucking Key. Goddammit, guys. Danke für dein Gold. Na, kleines diebisches Miststück. Ja, ich kann damit aufsammeln. Vielleicht soll ich das echt öfter mal machen. Okay. Shop. Mit zwei Schlüssel. Oh. Mit zwei Curses. Generate Health over Time. Ja, den werde ich mir nehmen müssen. Ganz ehrlich, ich kann mir alles mitnehmen. Läuft. Nehmen wir. Mit zwei Curses. Ach nee, ich krieg zwei Curses. Okay, ist cool. Was haben wir für Curses? Bloodied Locks. Lock Costs are converted into health. Oh. Relics have a chance to be turned into potion. Das ist nicht mal wirklich ein Curse. Das kann echt großartig sein. Relics have a chance to be turned into potions. Das zackt. Ich könnte was opfern. Was opfere ich hier? Leben? Ich hoffe nicht. Ah ja. Warpaint, Bramble Vest oder Salamander Tail. Von allen... Mal überlegen. Ich glaube die Weste, oder? Nein, ich muss keine Schlüssel mehr für Schlösser ausgeben. Deswegen sage ich, es ist eigentlich nicht unbedingt ein Curse. Es kommt darauf an, wie teuer das ist. Wie viel Lebensenergie die von mir wollen. Aber theoretisch ist es kein Curse. Weil Schlüssel habe ich weniger als Leben. Und wenn man gut spielt, hat man eh volles Leben und kann das damit einsetzen. Also das muss nicht wirklich ein Curse sein. Das Dumme ist, ich brauche jetzt noch zwei Curses, aber... Ich glaube, ich opfer die West. Or not? Er will's nicht. Jetzt muss ich was opfern? Ach, da kann ich für einen späteren Run Relikte lagern. Hä? Steht das da wirklich? Ich weiß nicht, wo das da stehen soll, aber okay. Komme ich nicht mehr raus? Ne, ich komme nicht mehr raus. Ich muss das jetzt lagern. Finde ich ein bisschen blöd. Wenn ich nicht rauskomme, finde ich es richtig scheiße. Ich versuche es noch einmal. Ne, ich komme nicht weg. Ne, ich muss das lagern. Okay, dann lagern wir es jetzt. Bescheuert, weil dafür habe ich mir zwei Curses geholt, damit ich ein blödes Ding dort lagere. 50 Leben. Ja, okay, der Schlüssel wär besser. Und da sind die Gargoyles drin. Oh, da sind die Gargoyles drin. Der Shop war jetzt auch nicht wirklich prägnant gut. Haben Entwickler als Rätsel zu diesem Update gepostet, darum eine Beschreibung. Au. Ja, ich bin so schlecht. Okay, wenigstens einer von euch tot. Komische Blitzekäfer sind auch dreckig. Okay. Darf ich wahrscheinlich nicht hauen, wenn sie blitzen. Aber brennen wir ein bisschen, ist cool. Dead. Und... Dead. Okay. Definitiv zu wenig Leben für die Gargoyles.
viel zu wenig Leben. Na, kleines dreckiges Vieh. Kleiner Pilfer. Ich bin mir sicher, irgendwann wird das nochmal wichtig, wie viel Gold man bei denen gelassen hat. Au, I hate my life. Au, wie hat er mich denn getroffen? Oh, come on, jetzt bin ich schon wieder tot. Leck mich doch am Arsch, Juri. Scheiße. Ja, wir kriegen immerhin die scheiß Weste nochmal, die nichts bringt. Ich weiß ja, dass Feuerding da lagern müssen, damit es wirklich was bringt. I know. Aber ganz ehrlich, ist es nicht wert. Und hier ist es auch nichts anderes wert, außer die Bombe. Dankeschön. Okay, Leute, wir geben jetzt kein Gold mehr aus. Kein bisschen. Kein bisschen. Schon fast eine Stunde hier dran, ehrlich? Ja, die ersten Leute haben gleich verloren mit der Wette. Ich bin so kacke im Spiel. Ah. Ich habe auch nicht gesehen, wer für und wer gegen mich gewettet hat, ne? Ich nicht gesehen. Schade, ich würde echt gerne zu einem Boss kommen. Ich gebe mir Mühe, Leute, aber... Geben mir Mühe. Ah, das Fleisch hätte ich liegen lassen sollen. Okay. Ganze Menge von den dreckigen Fliegen. Nein. Fliege. Ja. Gut, Glück gehabt. Man muss sie erwischen, bevor sie feuern können. Das ist ganz wichtig. Das brauche ich nicht. Lassen wir mal liegen. Wie bleibt es liegen, ist die Frage. Ich muss unbedingt gleich mal drauf achten. Das ist gut, wenn du dich von den Dingern verprügeln lässt, finde ich das super. Dann muss ich dich weniger verprügeln. Sehr schön. Ja, bleib liegen. Okay, alles gut. Das heißt, wenn ich dann unweigerlich irgendwann mal getroffen werde, nicht ob, sondern wenn, kann ich mir es holen. Na, ah, ah. Dass er in meinem Schlag... Aua. Ja, und da ist es nämlich. Aber dass er in meinem Schlag ausweichen kann. So ein Schwein. Mit seinem mächtigen Sprung. Und das Dumme ist, wenn ich sehe, dass er springt, ist es zu spät. Ich kann nicht mehr ausweichen. Ich hab's versucht. Ach, wirst du mich jetzt schon wieder beim Blacksmith irgendwas holen können, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen. Langsam kommen wir ins Territorium, wo wir mehr Thorium haben als Trinkets. Oh Gott, der schlimmste Fluch ist eigentlich der, dass ich meine Sachen selber kaputt hauen kann. Das ist der allerschlimmste Fluch. Das war auch... Ja, nicht so doll. When you pick up gold. Das mache ich eigentlich nicht, wenn noch Gegner leben. Von daher eher... ja, ist schön, ne? Aber nö. Eher nicht. Alles mit Gold wird von den Pilfern geklaut. Ja gut, klar. Ich meine, da sieht man ja. Sollte hier nicht Essen liegen? Ne, hier sollte Essen liegen. Okay. Passt. Ich würde gerne was in die Luft sprengen, aber ich habe hier noch weniger Gold als bei Isaac. Das finde ich auch ziemlich doof und das war gemein. Hat mir nämlich mein Fleisch auch nichts gebracht. Au! Es ist auch sehr schwer, hier die Dreidimensionalität mitzubekommen. Ich sehe, wenn etwas dreidimensional abgeht, aber ich sehe nicht, wo es landet. Das kann ich nicht sehen. Das ist wie bei Isaac. Das ist total schwer einzuschätzen. Bei Isaac habe ich mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt, aber hier kein Stück. Und ja, ich werde nicht, ich werde keine Bombe einsetzen jetzt. Und gehen einfach weiter. Ich hätte da die Steine sprengen können. Es wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen, aber... Nö. Wer war denn so krank und hat für dich gewettet? Wow. Ihr seid so nett zu mir. Das ist toll. Da fühlt man sich immer gleich voll geborgen, ne? Und voll happy und motiviert, das hier zu machen und so. Gar nicht irgendwie demotiviert oder am Boden zerstört oder sowas. Wir spielen jetzt nur noch, weiß ich nicht, Happy Hippos im Wunderland oder so ein Blödsinn. Ich spiele nur noch Hello Kitty Online. Hab ich wenigstens keinen Stress. Und ihr könnt nicht gemein zu mir sein, ihr bösen Leute. Ja, setzen wir ein oder... Ich warte noch. Vielleicht kriege ich noch einen Schlüssel, das ist die taktisch klügere Variante. Vor allem, da ich keinen Zeitdruck habe.
glaube, das war... Ich war mit Lebensenergie gehandicapt. Das heißt, ich hatte weniger, als ich sollte. Jetzt habe ich gerade viel Lebensenergie. Das kann nicht lang dauern, Leute. Das kann nicht anhalten. Das war gut. Das war gut. Ist gefährlich. Aber perfekt. Ich wollte nicht getroffen werden. Das war dumm. Weil ihm muss man nicht begegnen. Man muss ihn einfach nur machen lassen. Und jetzt, bevor er sich tötet. Danke. Wunderbar. Man muss ihn einfach nur machen lassen. Er kann tun und lassen, was er will, solange er ihn nicht trifft. Alles gut. Die kann ich so nicht kaputt machen. Da brauche ich wahrscheinlich auch eine Bombe für. Und wahrscheinlich gibt es da auch was. Viel zu teuer. Für Remove a Curse. Den Schlüssel nehme ich mit und das Fleisch brauche ich nicht. Interessanterweise. Der Sale, den finde ich gut. 40 Lebenspunkte für 150 Gold, das ist ein guter Deal. Ich bin geneigt, das hier zu sprengen. Hier könnte echt was drin sein. Aber das hier ermöglicht mir, den Schatz beim nächsten Dings noch zu holen. Der war kacke. Ne, der war gut. Increased Swing Damage. Einfach nur flat. Ist nice. Demon Ring. Aber hier, gibt es ja auch Transformationen oder sowas wie ein Isaac? Fände ich super. Und ich probiere es? Ja, ich probiere es. Ja, no risk, no fun. Ich habe keinen Fun, wie man sieht. Klar, doch, du und Hello Kitty. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Also weder, ob es das jemals wirklich gab, noch ob es das immer noch gibt, das Spiel. Ich habe das Gefühl, das ist einfach nur so eine Horrorvorstellung eines Games, das es nie gegeben hat. Habe ich das Gefühl, ich habe auch nie nachgeguckt, um ehrlich zu sein, ne? Aber so kommt mir das vor. Das ist einfach nur die Horrorvorstellung schlechthin, das ist sowas, was man nie spielen wird. Außer man ist vielleicht 6,5 oder so. Sechseinhalb und weiblich. Ja, oder mittlerweile vielleicht auch männlich. Das heißt mittlerweile. Na komm. Fass. Fass nehmen wir noch mit. Doom, Hello Kitty. Genau, Neo. Es gab Hello Kitty, wirklich. Gott, oh Gott. Wer produziert so einen Mist? Muss sicher irgendwas aus Japan sein, ne? Das ist garantiert irgendwelche Japaner gewesen, die das gebastelt haben. Bei denen ist das ja eh ganz groß. Okay. Sonst ist hier nichts. Ich könnte wieder die Sachen sprengen, aber ich habe zu wenig Bomben. Auch hier, da ist eine super Bombenposition da links. Aber eine Bombe alleine, nee. Die muss ich mir aufheben für was Sinnvolles. Wie zum Beispiel die Gargoyles, die ich momentan sogar platt kriegen könnte, wenn ich noch ein paar Bomben habe. 5, 6 Bomben, dann kriege ich die auf jeden Fall tot. Auf Steam gibt es ein Hello Kitty Racing. Ich habe echt jetzt gerade nachgeguckt, wow. Hello Kitty Racing? Fährt jeder als Hello Kitty rum? In Pink? Das muss ja in Pink sein, ich meine Hello Kitty. Okay. Shop. Not really worth it at the moment. Das ist nice, aber increase health. Hm. Ja, vielleicht nehme ich mir den für die Gargoyles mit. Den Schlüssel nehme ich mir mit. Ich brauche Schlüssel. Was ist meine Maximum Health? 80. Das heißt, ich bin gerade mal 21 drunter. Also reicht mir das. Danke. Ja, wieder sehr viel Geld im Shop gelassen, aber oh wow. Nächster Poll. Gary spielt Hello Kitty Online. Never. Das würde ich niemals als Poll machen. Ne, ich habe ein paar andere Sachen für den Poll vorgesehen. Ne, komm. Das Dumme ist, ich würde den Curse kriegen, wenn davon eine cursed wäre, oder? Ist nicht so, dass der sich den einfangen würde, der kleine Drecksack, weil er hat sie auch kaputt gemacht. Das ist wieder so ein Assi-Game in der Richtung, ne? Danke. Hahaha, Blitzis! Hihihi! Vielleicht kann ich aber die Pilfer leichter killen, das wäre natürlich auch gut. Wenn wir einfach geblitzdings werden, das hier ist irgendwie Arsch. Muss ich die in der Mitte kaputt machen dafür? Wie soll ich das tun? Vielleicht erscheint dann da irgendwas, aber... Ja, sehr wahrscheinlich sogar.
Aber keine Ahnung, wie ich die kaputt machen soll. Hierfür brauche ich Schlüssel. Wie viele? Ich habe zwei. Okay. Bomb for a bomb. Immer gut. Immer wertvoll. Immer sinnvoll. Nämlich deswegen. Aha, seht ihr? Bewiesen. Außerdem Secret Room. Okay. Very nice. Jetzt habe ich wenigstens wieder was, womit ich mein Thorium verschwenden kann. 108 Beads. Crafted the Blacksmith. Okay, nehmen wir das nächste Mal mit. Hello Kitty? Was? Hello Kitty? Isaac 3? Oder DKS 3 meinst du wahrscheinlich, ne? Nicht Dead Space, sondern Dark Souls 3. Nee, danke. Ganz bestimmt nichts von alledem. Da würde Isaac freiwillig nehmen? Wahrscheinlich. Isaac ist definitiv die beste Option der ganzen. Komm, gib mir ein paar Bomben. Ich meine, ja, das Gold ist nice und schön und gut, aber ich will Bomben. Haha, blödes Vieh. Schwinde. Der Secret Raum war super. Eine Menge Gold. Richtig gut. Ich habe noch einen Schlüssel für das Trinket hier. Natürlich renne ich wieder fast rein, ne? Das ist so abgekatert. Das ist so abgekatert, sage ich euch. Nein, nein, ich bin voll reingesprungen. Ja, okay, 20 Schaden ist besser als 50. Durch den Mist. Man hat so ein bisschen die Möglichkeit, richtig Aua zu machen. Weißt du, warte, du fliegst jetzt einfach in den Abgrund. Hier, komm. Easy peasy. Ob ich dann Belohnungen verliere, wenn er in den Abgrund fällt? Wahrscheinlich, ja? Zumindest würde ich so programmieren. Was willst du? Leben. Okay. The wares are weird and the prices are weirder. Aha. Would you consider selling me one of those super duper relics you're carrying? Okay. Ganz ehrlich, das hier gebe ich auf. As always, peasant friend, it was a pleasure doing business with you. Stay safe, I like my business associates alive and in one piece. It's better for business that way. Okay, see you around. Ich will das mitnehmen. Dein Goldhort. Interessant, warum wollte sie das kaufen? Dafür einen Schlüssel ausgeben? Ganz bestimmt nicht. Cooks all your food. Das ist nice. Im Grunde hätte ich hier den eigentlich lieber verkauft. Mehr Bomben will ich auf jeden Fall haben. Die Frage ist, ob war ich die 80 noch? Soweit ich das sehe, gibt es Hello Kitty Online nicht mehr. 2008 entwickelt, ehrlich, 12 Jahre. Nehme ich das mit. Cooks all your food is nice. Ich könnte Schlüssel dafür opfern. Ich warte noch. Wenn ich einen Schlüssel finde, dann mache ich's. Oh, ich kann piepen. Was? Make the money, don't let the money be stolen or something? Oder made by someone else oder so? Wäre zumindest sinnig. Ich brauche noch einen Schlüssel. Ich habe kein Problem am Limit zu arbeiten, was Schlüssel angeht. Ihr seid so hohl. Ein Schlüssel. Ich könnte die Dinger wegbomben. Ich probiere mal, ob es was bringt. Ah! Scheiß Ding. Okay. Lesson learned. Never do that. Ah, das war natürlich wieder mal mega schön. Es wäre schön, wenn er hier was machen könnte dran. Ah, ist okay. Während der da hinten alles in Öl versinken lässt. Sehr gut. Hat er sich selbst gekillt. Passt. Ich weiß, es hat wahrscheinlich irgendjemand mein Gold geklaut. Who cares? Wer es von euch schafft, der verdient das bisschen Gold auch. Kein Schlüssel.
Mist, das hätte geguckt sein können. Genauso hier, ich wette, ich verliere es. Toll, plus minus null. Hat sich gelohnt. Und hier ist mein Trinket. Zwei Bomben ist gut, danke. Ich hätte lieber einen Schlüssel gehabt, to be honest. Unstable Concoction. Das hat was mit Potions zu tun. Gold hits the floor with explosive force. Interesting. Die Frage ist, wird das mir wehtun? Hätte ich lieber das Trinket verkauft an die Olle? Wahrscheinlich sogar. Sehr, sehr wahrscheinlich. Weißt du was? Wir haben genug Bomben hier. Ich will wissen, was da drunter ist. Nothing! Of course not. Danke für gar nichts, gell. Wisst ihr was? Ich opfer jetzt die 80. Ist mir egal. Ich will den Grill haben. Okay. Schade. Nichts mehr. Irgendwie mag ich sie. Sie ist lustig. Ich könnte mir im Shop... Oh ja, wir haben genug Gold. Ich gehe mir im Shop noch schnell das Stück Fleisch holen. Das dazu auch noch gebraten wird jetzt. Das ist gut. Das ist auch ein wirklich gutes Trinket, finde ich. Hilft einem nicht sofort, aber es ist hilfreich. Hilfreicher als manch andere. Warum muss ich glauben, dass dort dasselbe passiert ist wie beim Club Penguin Speedrun Ban? Wait, what? Hahaha. What? I hate my life. Stimmt, das hatte ich ja schon mal das Problem, ne? Dass es dann teurer gemacht hat, der kleine Dreckige. Ah! So bad. Dafür zerschnetzel ich deinen gesamten Scheißladen hier, Penner. Da, liegt das auch keins mehr. Dreckiges Hilferschwein. Das gibt's ja wohl nicht, ne? Ich meine, er ist nur opportunistisch. Finde ich schade, dass es direkt kocht, wenn ich in den Raum komme. Ich hätte es eher lieber gehabt, wenn das kocht, wenn ich es aufnehme. Also, dass es dann als gekocht zählt. Durch dieses Ding. Egal, wir versuchen schnellstmöglich zum Dungeon zu kommen und die Gargoyles zu plätten, damit wir wenigstens ein bisschen Fortschritt haben. Warum muss ich glauben, dass dort dasselbe wie beim Club Penguin Speedrun? Ben, bitte erzähl mir das mal. Was ist da passiert? Es tut mir nicht weh. Das ist gut. Ohne Worte. Einfach nur ohne Worte, Leute. Nein, 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 ohne Worte. Ich habe keinen Schlüssel. Ich könnte einen Curse bekommen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt möchte. Da wurden Speedruns gemacht, und zwar... Wie lange ein Spieler braucht, um gebannt zu werden? Ach so. Das ist easy. Das ist easy. Ist ja keine Challenge. Das habe ich selbst bei Siedler Online geschafft. Da bin ich wegen Trolling gebannt worden. Ich wusste nicht mehr, was Trolling ist zu der Zeit. Ja, mach's teurer, du Penner. Aber ich will's haben. Das weiß ich immer noch nicht, was das soll. Ich meine, ich krieg anscheinend mehr Crap, aber ich... Keine Ahnung. Boah, das sind allein 1000 Bucks, die zwei Sachen. Aber ich bin wahrscheinlich dann wieder voll. Die Bombe ist günstig, ich nehme mal mit. Ich will wissen, wie viel es wert ist. 65. Das war es nicht wirklich wert. Aber ist okay, haben wir wieder kein Gold. Yay, der Run hat sich gelohnt. Dankeschön. Ach, weißt du was? Komm. Scheißegal. Wir nehmen es mit. Wir nehmen den Scheiß mit. Und es war es nicht mal wert. Gekochtes Fleisch, doppelt so teuer, gibt nur 5 Punkte mehr. Also gekocht finde ich gar nicht mal gut, muss ich zugeben. Aha, brennt ihr Schweine. Oh Gott, nicht ich. Ihr ja, ich nein. Passt. Das ist so geil, dass das Gold jetzt auch noch Sachen kaputt machen kann. Finde ich voll gut. Rechts ist wieder Sparkling. Ich glaube, der Rekord lag bei ein paar Sekunden, okay. 14 Sekunden vom Erstellen des Accounts, okay.
Increase Experience Gain für den Familiar. Ja, nehmen wir mal. Why not? Ist jetzt nicht wirklich was Sinnvolles, um ehrlich zu sein. Oh ja, hier ist der Experience Gain Hardcore. Das war nice, dankeschön. Das war super cool. Also das mit dem Gold explodiert wie Bomben, aber macht mir dabei keinen Damage. Finde ich klasse. Den nehmen wir außerdem mit. Nein, meins, mein Gold. Und das war dazu auch noch nicht mal wenig Gold. Also nice, 500 Gold oder so. Ich hoffe, mir hat keiner Gold gestohlen. Okay. Wir kommen zu den Gargoyles, Leute. Mit vollem Leben, plus den Lebensbooster, plus Bomben, wie bescheuert. Hihihi. Au. Wollte ich nicht haben. So viel zu vollem Leben. Damit auch erledigt. Au. Oh, ich hasse die Viecher. Der Gifttrank ist nice. Aber ganz ehrlich, wenn er den zerstören will, zerstört er ihn eben. Ist mir egal. Ist auch okay. Du hast einen zerstört. Das reicht mir. Bitte nicht den Schlüssel zerstören. Danke. Oh, aber töte dich einfach so. Ist auch okay. Während du dich kaputt machst, mache ich schon mal weiter. Danke. Ja, Narr. Bobo ist so kacke, ne? Okay. Ein Schlüssel. Damit komme ich an meinen Trinket dran. Noch eine Bombe extra. Oh ja, wir haben so viele Bomben. Okay, das könnte der Run sein, Leute. Das könnte der eine Run sein. Das Gift ist mir egal. Gift bringt bei Gargoyles, glaube ich, nichts. At least I think it doesn't. Okay, das ist nur das. Hätte ich auch einfach durchreden können, ne? Gut. Ein kleines Goldstück wurde geklaut. Oh. Sollen sie es haben, sollen sie dran ersticken. Okay, oben ist noch ein bisschen Gold. Kein weiterer Schlüssel, das ist schade. Aber ich kriege jetzt zumindest mein Trinket und ein Crawl Space anscheinend. Sehr gut. Mit einer Truhe, okay. Oh yes, oh yes. Shadow's Fang. Ha. Huh. Das ist ein Vampir-Trinket, oder? Vampir-Zähne oder sowas. Was enorm geil wäre in diesem Spiel. Das wird eines der besten Trinkets überhaupt, glaube ich. Ich dachte aber, ich hätte schon mal so eins gehabt, so Vampir-Gedöns. Egal, wir sind beim Dungeon. Ich werde mir auf jeden Fall noch das Trinket hier holen. Ja, ne. Ich habe noch nicht so viele freigeschaltet mit dem Thorium, ist das Problem. Hatten wir hier... Ne, es kann nichts sein, rechts. Das Haus ist jetzt recht geglitzert, aber da ist ja eh nur der Gang zum Dungeon. Okay. Den Curse hole ich mir nicht. Ich versaue mir jetzt nicht noch die Gargoyles. Ich will schnellstmöglich zu den Gargoyles und sie kaputt hauen und endlich hinter mich bringen, damit ich ein bisschen Fortschritt habe im Spiel. Ihr werdet es kaum glauben, ich hätte auch gerne mal Fortschritt. Geht's auch nicht durch, weil ich das Gold noch nicht dafür habe. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch. Au. Da ist Melly und ich verliere all mein Leben deswegen. Schön. Oh, das war Wasser. Oh, gut zu wissen. Ich vergesse immer, dass das hier Wasser ist. Hallo, Schatz. Wir schlagen uns immer noch durch die Mine. War's schön? Das war Uni, ne? Jo. Da muss Mellylein. Alle mal hallo, Mellylein. Zwei Bomben. Oh, nice. Nice, 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 nice. Kein Schlüssel leider. Ich hätte gerne noch einen Schlüssel. Aber vielleicht kriegen wir hier noch einen. 9 Bomben. Ganz ehrlich, wenn die Viecher einmal in ihre Steinform gehen... Oh, okay, jetzt viel dazu. Wollte ich sagen, ist es dann, aber... nehme ich. Wenn wir schnell genug bei denen sind, ist das auch okay. Das ist unnötig, werde ich nicht machen. Wenn es mich zu der Kiste bringen würde, ohne dass ich einen Schlüssel verbrauche, hätte ich es gemacht, aber so nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will kein Damage mehr bekommen. Das Thorium ist nice.
Das kriegen wir immerhin zu 100%. Die beste Ressource hier. Ah, so ein Dreck. Okay, ein bisschen Leben noch zurückbekommen, das ist gut. Konzentriere dich, Gary. Schade, dass es keine Steine zerstört hat. Es hätte uns helfen können. Alles okay? Ah, Fledermäuse. Fledermäuse kriegen mich immer. Das sind blöde Viecher, weil die durch die Wand mit ihrem Ultraschall kommen. Ja, hat er mich noch erwischt. Kleine Sau. Seuche, die ihr seid. Dabei sind Fledermäuse eigentlich voll okay. Ja gut, sie sind Schweine. Fledermäuse beißen wie blöd. Zumindest, ich glaube, manche Arten sind da sehr penetrant drin. Bei uns gab es ein paar, die haben ihre Thesis darin gemacht. Also Fledermäuse fangen und Telemetrie und Gedöns, ne, alles was so dazugehört. Und die haben gemeint, also sie mussten auch Tetanus geimpft werden, damit die Viecher natürlich Tetanus verbreiten können. Aber die haben gemeint, da gibt es so ein paar Arten, die beißen wie blöd. Das sind kleine dreckige Biester. Aber sind an sich geschützt. Also. Ein Hund. Was bitte... Danke für den Keyring. Was mache ich mit dem Hund? Ich kann ihn streicheln. No, er mag mich. Engine, like that. Okay, der Hund heißt Engine. Golden Delicious, crafted the blacksmith. Okay, Engine, schön, dass wir Bekanntschaft gemacht haben miteinander. Danke für den Blueprint. Ich werde ihn auf jeden Fall gebrauchen können. Oh Gott, ja stimmt, ihr seid ja hier, ne? Und ihr könnt alle buffen, na geil. Und vor allem die Dinger, oh nein. Okay, das war wichtig. Die Viecher dürfen nichts tun. Und je schneller die komischen kleinen Penner weg sind, desto besser. Au! Ihr blöden Trullers! Hört jetzt auf, mir Schaden zu machen. Das sind Giftdinger. Mit denen will ich nicht Spaß haben hier. Das war der falsche. Au! Nein! Nicht Schatz, bitte. Ja, fuck. Fast. Ah, wir waren so kurz vor diesen verschissenen Gargoyles und hatten so viel Leben und alles und jetzt wieder verkackt wegen so Blödsinn. Oh Mann, nur wegen diesen hässlichen Trollers, die alle hochgebufft haben. Scheiße, das ärgert mich. Auglycerin, drop gold continuously, das ist nice. Zumindest gutes Vermögen. Wir haben ein bisschen Geld, aber es ist nicht viel, es ist nicht genug. Wir können Bomben verbessern. Wir können unser Leben verbessern, ich glaube, das ist es. So. Sorry, Schatz, ich war nur kurz vorm Sterben. Und dann leider auch gestorben. Bubis! Ja, wir haben wieder Bubis. Her and I were two peas in a pod. When we were kids, but I haven't seen her in a long time. When I turned 14, I went off to become an apprentice blacksmith. Shortly after that, she ran away from home. I haven't seen her since. Also, er hat eine Schwester, die finden wir sicher auch noch. More swing damage at low health. All food is golden and extra delicious. Okay. Higher chance to critical strike. Ist nicht, was ich wollte. Das sind die Perlen. Heal when praying at an altar. Was auch niemals vorkommt. Dankeschön. Wir können eins mitnehmen. Ist alles scheiße. Ist alles kacke. Nehmen wir was mit dem Food. Artisan haben wir bekommen. Ich werde jetzt nicht noch eins machen, sonst ist es weg. Wir machen das schön peu à peu, habe ich wenigstens einen Buff. 240 brauchen wir. Dammit. Ein extra Schlüssel wäre echt gut. Hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nope. Schade. Es war so gut, wir waren so kurz davor und jetzt ist das Gold auch noch sinnlos. Nehmen wir das wenigstens mit in die Mine? Ich glaube, ne? GG, nicht wirklich. Nicht wirklich, Kadex. Ja, wir nehmen es mit, okay. Das heißt, wir... Selbst Gold, das übrig bleibt, davon behalten wir 60%. Das ist okay. Oder können es direkt in der Mine für Trinkets einsetzen oder sonst was.
Au. Und ich wollte noch sagen, pass bloß auf, Gary, dass du nicht in die Scheiße reinrennst. Das ist der letzte Run, glaube ich, hier. Den wir heute machen. Au. Dann wechseln wir noch und machen ein bisschen was von einem anderen Game und dann ist der Stream auch schon wieder vorbei. Ärgert mich. Ärgert mich tierisch. Nein, nicht weggehen. Ah, den Bombenheini kann ich gebrauchen. Das ist so doof. Es wäre besser, wenn du so eine Bombe einfach hinschmeißt und die nicht kaputt geht. Ich meine, theoretisch könnten wir die auch farmen, ne? Solange bis so einer kommt. Wenn ich unbedingt eine Bombe brauche, ist das eine Option. Die ich vielleicht auch mal in Erwägung ziehen sollte. Das ist ein gutes Trinket. Machen wir Cursed Run. Ist Christa eine Cursed-Trulle? Curses ja oder nein, Leute? Decide now. Also now in 30 Sekunden, weil Delay und so. Ah, shit. Das Ding ist gefährlich, weil es die anderen anstiftet dazu, mehr Aua zu machen. Ah, scheiße. Okay. Ich will die Sachen alle kaputt machen, weil ich es kann. Also vielleicht habe ich ja Glück und brenne nochmal, ne? Das wäre ja super. Gott, hätte ich jetzt die Kiste angezündet und damit mich. Hab ich geschrien. Ich finde es auch komisch, dass das Öl nicht verbrennt. Bisschen strange. Da kannst du nur wieder ein Relikt nehmen, aber Curses, ja. Und zwar, was du davor liegen gelassen hast. Beim Altar, meinst du? Ja gut, ich würde dann aber noch heilen. Das ist schon nice, aber... Naja. Und ja, das, was ich liegen gelassen habe, war einfach scheiße. Deswegen habe ich es auch liegen gelassen. Ja, ich wollte da hochspringen, verdammt. Game. Ja, schubst mich in die Stacheln. Danke, Game. Blöde Rattenvieh. Dreckig. Schön, dass man so einen kleinen Knockback hat bei denen. Das hilft ungemein, dass man nicht getroffen wird. Zumindest bei ein paar Gegnern. Ja, Bombenfurzel hätte ich gerne mitgenommen, aber ist okay. Man muss ihn halt auch im richtigen... Nicht nur sehen schnell genug, man muss auch in der richtigen Position stehen und man muss ihn erwischen. Und zu der Truhe komme ich im Leben nicht, außer ich kann über den Abgrund wandeln und die Schuhe habe ich leider nicht. Vielleicht finde ich sie ja jetzt. Ich gehe jetzt die Curses holen. Da glitzert es auch bei den Ölfeldern. Habe ich das nicht schon gemacht? Scheint nicht. Ach so, hier. Ach so, dann kann ich nur wieder das holen. Ja, okay. Und ich muss jedes Mal eins liegen lassen? Richtiger Beschiss. Das heißt, ich habe jetzt für immer ein Item dort gebunden, das ich nicht mehr wiederbekomme. Schön. Thank you. Also es ist praktisch so ein Tauschbazar. Und damit absoluter Mörder-Crap. Einer der beschissesten Räume überhaupt, für die ich mir, wo ich mir jetzt unnötig Curses geholt habe. Und zwar Reduced Shop Options, awesome. Und Decreases Throw Speed. Großartig. Ja, moin, ist das scheiße. Das ist richtig scheiße. Wo sind die Ölfelder nochmal? Achso, das habe ich schon. Du kannst da aber auch deine besten Items hinlegen, um echt früh super stark zu sein. Jo, aber wenn ich meine Items da jetzt hinlege, dann bin ich halt jetzt scheiße. Und es gibt keine Items, die mich früh super stark machen. Das Einzige, was man da hinlegen könnte, meiner Meinung nach, wäre dieses Gold multipliziert sich automatisch. Das sinnvollste Item im ganzen Spiel. Das sinnvollste. Oder den Grill. Die zwei. Aber super stark wirst du von keinem von beiden. Das hier ist ein extrem nerviger Raum und ich mache ihn auch noch richtig schlecht. Aha. Heute bin ich nicht in der Lage, das richtig abzuschätzen, was ich da machen soll. Okay. Sie natürlich auch selber töten, ist okay. Ich habe da absolut nichts gegen, wenn du das willst. Nicht mich erwischen, bitte, danke. Pff, hier alles reinrennt, der Held. Bobble, du bist doof.
wie echt alles mitnimmt. Der Kerle, ey. Ja, selbst gekillt. Okay. Na, wirklich. Stürze ich lieber in den Abgrund, als mir dienlich zu sein? Das ist doch voll nicht fair. Okay, die Spinne ist weg. Nein, nicht mich erwischen, Spinne. Spinnen tun schlimmer weh als die anderen Viecher, also lieber von den anderen getroffen werden. Aber ich habe schon wieder so wenig Leben, der Run wird auch nichts. Also sorry Leute, aber ich glaube, heute gibt es nicht viel Neues zu sehen. Und das mag ich bei solchen Games nicht, wenn du nicht wirklich absolut krank dabei bist. Temporary increases swing size. Nehmen wir mit. Aber wenn man nicht absolut krank dabei ist und nie getroffen wird, das heißt, das 24-7 spielt für die nächsten 3 Wochen, kommst du halt auch immer nicht weiter, ne? Und das demotiviert mich immer bei sowas. Gain some gold and health. Okay. Also ganz ehrlich, ich habe nur 70 minus gemacht. Ist okay. Das ist für einen Shop großartig. Und ich krieg dafür Leben, ja. Okay, nehmen wir. Bisschen wie der Haufen aus Isaac, ja. Ja, komm schon. 2-mal von denen getroffen werden, ist ja schon echt peinlich. Die Ratte springt ab, selber in den Abgrund. Mehr oder weniger selbst. Nein! Oh, ich habe nach unten geguckt und nicht dahin, wo ich hinspringe. Mega gut, mega gut. Ja, wie gesagt, das wird nix. Haha. Nein, hahaha, das war knapp. Na, den kriegst du nicht. Danke. Das kannst du mitnehmen, aber den nicht. 25 gegen 5 ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Ich sehe immer noch nicht das Ding zu Curses. Selbst wenn ich diesen komischen Curse-Händler bekomme. Jo, ist schön, den komischen Dämon da. Aber der bringt mir auch nicht viel. Ich fand den ziemlich scheiße. Ehrlich zu sein. Also, ich habe noch nicht so das Gefühl für Curses. Ist noch nicht wirklich nice. Ist einfach nur da. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man es wirklich machen sollte. Der Bonus, den man bekommt, ist... Abgesehen davon, dass dieser eine Raum mit dem scheiß Tausch-Item sowieso der größte Schund ever ist. Also die größte Verarsche im Spiel bisher. Ja, nimm 2 Curses und krieg gar nichts. Ja, ich kann mir ein Item da hinlegen, ist toll. Ich find's trotzdem nicht wertvoll in irgendeiner Form. Wenn ich mir da 5 Items gleichzeitig hinlegen könnte, die ich dann instant mitnehmen kann beim nächsten Mal, wenn ich mir wieder 2 Curses ins Gesicht rattern lasse. Nee. Gehen wir erstmal hier lang, vielleicht kriege ich noch eine Bombe. Zum Beispiel die da. Rotkäppchenbomben? Bombushka. Bombs in Bombs in Bombs. Okay. Interesting, wenn ich die jetzt in den Raum lege, explodiert dann alles? Mit mir? Wahrscheinlich. Aber ich habe eine Bombe bekommen. Haha. Ja. Bitte mach nicht meine Flasche kaputt. Shop in a Bottle. Discover the secret shop. The secret shop. I'm intrigued, my friend. Aha. Der scheiße ist. Klar, ich habe ja auch weniger Shop-Nonsens, aber ganz ehrlich, trotzdem worth it, weil ich trotzdem weniger bezahle. Ja, obwohl, ich habe genauso viel bezahlt wie immer, ne? Finde ich auch ein bisschen unschön, denn damit wird das Trinket wieder sinnlos. Ja, wenn ich die Dinger so rum, also so irgendwo rumfliegen sehe, jo, ist das gut. Aber wann passiert das schon mal? Also wie oft passiert das? Im Shop kriege ich viel öfter Food und dass der Shop seine Preise dabei anpasst, ist ein bisschen übertrieben, oder? Was würdet ihr dazu sagen? Während Melly abräumt. Alles okay, Schatz? Okay. War das gewollt? Okay. Melly wollte einfach Krach machen. Das war ein Statement. Gary, hör auf zu streamen. Bobblesche ist schon wieder kaputt. Na, wieso hast du... Sneaky. Sneaky, kleiner Penner. Das war gut, dankeschön dafür. Außerdem hast du die Falle kaputt gemacht. Na komm, einmal noch hier runter, komm. Sehr gut, Bobo. Machst du gut. Okay, mal gucken, was wir hier haben. Sie hat keinen Secret Shop, aber vielleicht Secret Secret? Ja, Secret Secret. Und überall Fallen.
war das hier? Swing Size, okay. Haha, und dann geht der Scheiß los. Ja, geil. Okay, das war es nicht wert. Ich hatte es befürchtet, aber ich wollte es ausprobieren. Learning Experience und so. Scheiße, rechts war der Shop. Warum gehe ich nicht in den Shop? Warum bin ich nicht in den Shop gegangen, Leute? Tschüss, Bobo. Erstmal in den Shop. Ja. Ich habe zu wenig Health. Ich das nicht nehme, dann brauche ich nicht mehr weiterspielen. Dann ist der Run gleich vorbei. Und den Schlüssel nehme ich auch immer mit. Der ist es wert. Ist nicht so viel, was man heilt durch dieses Ding, ne? Dafür, dass man 400 für ausgibt. Man könnte damit vielleicht ein bisschen das Feuer negieren, wenn man kein Wasser in der Nähe hat. Aber sonst nicht wirklich was. Achso, mein Swing ist ja noch super langsam. Das war immerhin ein bisschen Gold. Nicht viel. Ein bisschen. Ja, lass uns aber weitergehen. Aber dieses Bombushka wäre großartig. Wenn wir damit zu den Gargoyles kommen, mega gut. Ich will nochmal nachgucken, was war das? Temporary Increase Swing Size. Auch das wäre gut. Besser treffen, ist immer gut. Aber Bombushka, damit können wir die Gargoyles sicher killen. Ich muss nur hinkommen. Wie weit bin ich? Goldmine 4. Das heißt, das nächste ist doch schon. Dieser mehr Schaden durch mehr Gegner-Kills ist auch irgendwie nicht so sinnvoll, wie man es gerne hätte. Ich bin von den Trinkets nicht überzeugt. Ich meine, man merkt's, ne? Das hier ist jetzt gut. Ein bisschen Geld. Oh, 60? Auf einmal kriegen wir irgendwie mehr gerade? Haben wir irgendwie einen Bonus davon? So, da machen wir auf jeden Fall viel kaputt. Seht ihr? Sehr gut. Ich wollte doch sagen, gute Chance auf irgendwas Schönes. Theoretisch könnte ich sogar noch eine Bombe opfern. Oh, muss ich sogar. Sehe ich gerade. Sehr schön. Ja, leider nichts Besonderes mehr. Außer das Ding wieder, mit dem ich eh nichts anfangen kann. Ja, ich könnte die Bombe auf die Stacheln legen. Mache ich das? Versuche ich's? Ich versuch's. Ich will wissen, was es hier gibt. Nein, das war mega. Naja. Ganz ehrlich, weder die Bombe wert, noch meine 20 Lebensenergie wert, die ich verloren habe. Die ich danach auch nur direkt wiederbekommen habe, also, nee. Sind die Gargoyles dann eigentlich als nächster Boss? Nicht wirklich, nein. Das ist für mich eher ein Zwischenboss, weil es ist eigentlich nur dafür da, dass wir einen Schlüssel bekommen. Oh, scheiße, das war mega gut. Dass wir einen Schlüssel bekommen, um zu einem extra Charakter zu kommen, den wir dann damit befreien und, gut, sehr gut. Und der uns dann wahrscheinlich oben Sachen macht oder verkauft oder weiß ich nicht. Das kleine Gold kannst du haben. Das war die Strafe für deinen Bro, der mein Gold geklaut hat. Komm, Bobo. Gut gemacht. Komm nochmal. Und jetzt komm, mach die Falle kaputt. Sehr schön. Und jetzt komm und ich mach dich kaputt. Tot. Okay. Willst du wohl das Ding hier lassen? Kleines Mistviech. Und ich hab nur Gold bekommen, ne? Nein, ich hab keinen Bonus bekommen. Keinen Lebensenergie-Bonus. Wie dreckig. Ja, komm. Ich denke, es ist immer noch wert. Ich brauche einfach das
das Essen. Wenn ich irgendeine Chance haben soll, zu den blöden Gargoyles zu kommen, dann brauche ich's. So unschön es auch ist. Das ist cool. Das ist der Goldtrank. Und noch eine kleine Truhe. Nice, mit noch mehr Gold und noch mehr Schlüsseln und geil. Voll gemein, dass sie mir die Fische und sowas auch wegnehmen. Den nehme ich jetzt aber auch direkt. Oh, wie gut! Oh Gott, so viel Gold! Einer wurde mir gestohlen, auf jeden Fall. Aber das war viel. Das war viel Gold. Nice. Diese Tränke sind ja mega gut. Mega, mega, mega gut. Okay, jetzt noch den Schlüssel aufwenden, um da links hinzukommen. Ist in Ordnung. Noch eine Bombe ist immer gut. Vor allem die Babuschka-Bomben. Auch eines der besseren Items. Ist jetzt eines der wenigen, was mich doch überzeugt, dass es vielleicht noch ein paar sinnvolle und gute geben könnte. Die Curses gehen mir auf den Sack. Aber bis jetzt war dieser Schlüssel-Curse der einzige, der wirklich nützlich sein könnte. Oder seht ihr für die anderen noch einen Nutzen, was wir jetzt so gesehen haben? Bei der Truhe, die nur Essen ausgespuckt hat, hat es geglitzert. Habe ich die jetzt schon übersprungen oder? Habt ihr das nicht gesehen? Sorry, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ja, das wäre auch was, was ich verkaufen würde. Unserer Troller. Wäre auch Babuschka ein bisschen nice. Da oben. Die Frage ist, nee, für ein bisschen Gold nutze ich es nicht, ganz ehrlich. Not worth. Bei der Truhe, die nur Essen ausgespuckt hat. Links oben. Achso, das hier hatte ich doch, oder? Nee, das war sie ja nicht, was ihr meintet, oder? Ah, da glitzert's noch. Aha, danke schön. Ich will die Bombe nicht opfern. Vor allem, weil die mich wahrscheinlich selber... Die macht mir Schmerzen. Ich sehe es kommen. Achso, oh nein. Ja, das war sinnlos. Ich hätte vorher auf die Karte gucken sollen. Okay. Naja, ich meine, wäre ja auch nicht spannend, wenn ich nicht ohne Bomben diesmal hinschaffen würde. Ist okay. Ich hoffe, wir kriegen noch eine. Ich habe nicht drauf geachtet, sorry. Was passiert? Okay. Umso mehr Konzentration jetzt. Letzter Run. Ich würde gern diesmal irgendwie die Gargoyles schaffen, auch wenn es wieder mal nicht so doll aussieht. Ist okay, Unfug, ist ja nicht schlimm. Ist jetzt nicht so, als wäre das der Run gewesen und der hat das jetzt versaut. Also das definitiv nicht. Nein, 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 nicht treffen, bitte. Noch ein bisschen mehr Gold und du kriegst mein Gold nicht. Da ist der Vogel echt super. Ich bin gespannt, wann wir die nächsten bekommen. Oh nein, nicht schon wieder ihr, ne? Be strong my ass. Ich hack die jetzt einfach nieder, so schnell es nur irgendwie geht. Weil je länger die am Leben bleiben, desto schlimmer wird's für mich. Oh, eine Bombe. Sehr gut. Und ja, ich weiß, ich könnte doch diese Statue in die Luft jagen. Maybe worth it. Okay, wir haben wieder eine Chance. Alles ist wieder drin. Alles ist wieder drin. Oh Gott. Ja, damit hat es sich gleich auch erledigt, ne? Au. Oh. Ey, was ist das für ein Drecksvieh? Schau das an. Oh, weil ich so langsam mit der Wurfgeschwindigkeit bin. Okay. Alter Vater. Kommt die Mimik an, ne? Und springt, springt, springt. Wie bescheuert. Oh, ihr Viecher wieder. Anzuzünden ist gut. Und zumindest schnell vorbei.
Okay. Und das bleibt auch noch ziemlich lange. Da kannst du nicht gut weg von. Wenn der Eimer, ne, macht, dann hast du erstmal lang damit zu kämpfen. Ein Ring? Ursine Ring. Increase Health. Ja, Ursine ist der Bär. Ich glaube Ursus? Bin mir nicht ganz sicher, wie der lateinische Begriff war. The bear is a symbol of power, strength and overall badassery. Okay. Oh, sehr viel mehr Lebensenergie. Nice. Den Curse könnt ihr euch schenken. Egal. Mach ich nicht. Schon genug Curses. Oh, Curses. Ich sag mir nicht, dass ihr hier durchfeuern könnt. Okay. Das sind Schweine. Vor allem, wenn ich nur so langsam feuern kann. Ja, und die halten auch noch mehr als einen Schlag aus. Das ist super geil. Okay. Und das hier ist auch schön. Weil die niemals aufhören zu feuern. Kann man die sprengen? Weiß das jemand? Killer, weißt du das? Bite? Da oben sind die Gargoyles. Ganz ehrlich, besser wird's nicht mehr. Die nehmen wir jetzt. Alter, die Swing Size ist nice. Ja, kannst du. Bringt nur eigentlich nichts, okay. Naja, hätte sein können. Und der Raum ist groß. Vielleicht kriege ich es diesmal sogar hin. Yes! Hat es einen erledigt. Da hat es zwei erledigt. Na komm, macht nochmal. Ich will nicht mit euch spielen. Ich will nur Bomben auf euch werfen. Und ich habe wieder Bomben bekommen. Das war lucky. Ja, komm, das muss jetzt was werden. Ich darf nur nicht getroffen werden. Sehr gut. Und damit kriege ich euch beide. Juhu! Stone is never just stone. Okay. Master's key. A key to something better left forgotten. The key whispers to you. There's no room for false gods. Okay. Interesting. Yay! Oh, da war ein Curse. Ich habe noch einen Curse bekommen. Willst du mich verarschen? Reduced maximum health. Oh, joy! God damn it! Game, really? Und dankeschön. In dem Run schaffst du es natürlich. Ja, ne? Ist typisch. Okay, you're dead. Hör auf, die Typen zu buffen. Nein! Oh, da hat sie mir noch einen Abgrund geschmissen, die dolle Kuh. Okay. Passt. Dann ist mein Busch. Den haben wir auch noch kaputt. Was können. Pilze da unten auch noch. Komm. Okay. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Jetzt heißt es Stein suchen. Willst du einen Tipp? Ja, bitte. Gib mir bitte einen Tipp. Und ja, ich muss die Olle wiederfinden, ne? Gute Besserung an Maddie von Kadex. Sie isst ganz brav Hühnersuppe. Ja, die kann ich mir beide leisten. Machen wir. Auf einem Stein ist ein X drauf, den musst du sprengen. Okay, danke. Also wie ein Isaac praktisch. Tinted Rock. Danke für den Schlüssel, den ich wieder zurückbekommen habe. Finde ich gut. Ein bisschen Shop-Spaß, auch wenn es weniger Auswahl gibt. Der hier ist es auf jeden Fall wert. Aber ganz ehrlich, ich habe fast 4000 Gold. Ne? Was soll's. Jetzt auch wieder eine Lebensenergie hoch. Ein Stein mit einem X drauf, den muss ich sprengen. Question is how. Ich will keine Bombe dafür einsetzen, wenn es geht. Nirgends ein X. Eine Statue ist es ja auch nicht, ne? Finde ich den hier schon im selben wie den Schlüssel oder muss ich auch weiter? Kann das auch sein?
Ab und zu auf derselben, aber es sieht nicht danach aus, würdest du auch sagen, oder? Ich weiß nicht, wie die Quali ist, die ihr seht. Aber es sieht nicht so aus, als wäre der Stein hier. Okay. Also weiter. Ich will jetzt unbedingt noch diese Truller holen, das gibt's nicht. Kannst mir nicht erzählen, dass ich das nicht schaffe. Das muss ja jetzt noch sein. Ist schon fies, wenn die direkt neben dem Gold spawnen. Au, die blöde Olle ist wieder da. Mehrfache Ausführung. Dreckigen Buffer-Trullers. Ey, jetzt heilen die immer noch. Auf zu heilen. Dreckigen Priester, schaut es an. Stirb, Priesterin. Ja, eine ist die scheiß Bufferin, das andere ist die scheiß Priesterin. Aber wenn die Priesterin erstmal nicht mehr ist, ist die Bufferin auch gleich weg. So, dead. Du hast nichts zu buffen, das heißt, du feuerst nur noch auf mich. Heilen würde dich niemand mehr, also bist jetzt tot. Haha, so. Alter Verwalter, ey, die Viecher sind so nervig. Ich ignoriere jetzt die Pilfer die ganze Zeit voll. Ihr hättet halt mal Minenarbeiten lernen müssen, ne, wenn ihr mein Zeug wollt. Ich habe immer noch keinen Stein gesehen. Das hier sieht auch aus, als wäre es im Geheimgang da oben und hier. So, zu regelmäßig. Und zugleich. In den Shop kommen wir for free, das ist nice. Wir haben 4000 Bucks, da können wir uns was holen, wenn es geht. Ein bisschen Sale, das ist okay. Da haben wir gut Profit eigentlich mitgemacht. Und die Bombe nehmen wir auch mit, weil wir haben zu wenige. Okay, ihr macht bei mir gutes Geschäft gerade und ich habe trotzdem 4000 Gold, I like it. Aber es waren die Gargoyles, die haben mir so viel gegeben. Zum Teil zumindest. Oh, nice, wenn sie so schön nah beisammen stehen und ich sie trotzdem die ganze Zeit staggern kann, dass sie mir nichts tun können, ne? Dreckiges Vieh. Diesmal habe ich aber mein Leben bekommen dabei. Ist voll gemein, wenn da so ein Vieh mitspawnt und plötzlich kriegst du dein Leben nicht mehr. Kann also auch sehr von Nachteil sein. Auch hier kein Stein mit einem X. Oh nein, nicht die Heiler-Trollers. Und dann zwei davon, ne? Okay, beide tot. Ja, ich habe ein paar Schläge gefangen von den dreckigen Ratten, aber ist okay. Es hätte schlimmer aussehen können, hätte ich mich nicht auf die Heiler konzentriert. Ist das traurige. Heile sind immer die Hauptziele, ne? Mega aggro. Dann macht ja auch nur Sinn. Dann verlängert ja nur. Da ist das X. Ich sehe es X. Yay! Wir kriegen es sogar hin, Leute. Außer ich sterbe jetzt noch. Oh Gott, wenn ich jetzt sterben würde, dann die Viechern. Okay. ...99 Bomben sind nice. Ja, das hätte ich gern. Für Isaac super. Hier habe ich es bis jetzt noch nicht erlebt. Auch wenn ich es gerne würde. Dann würde ich jetzt mit den Babuschka-Bomben nur Bomben werfen, die ganze Zeit. Okay, jo. Ist schee. Das hier ist schon ultra special, ne? Wenn hier die ganzen Fackeln auch noch angehen. Ach, scheiße, ihr seid ja auch hier. How did you find your way in here, madam? You can't be here. This is one of the kingdom's most dangerous criminals. And I will break her free, because she's hot. I'm going to have to ask you to leave. Ich habe den Schlüssel. Ihr könnt mir nix. Oh Gott, die werden mich killen, ne? Hallo, Hübsche. Mein Gott, hat die Lippen. Lilith. Oh Gott, Lilith. Jetzt ist Demon Time. Thank you, kind soul. I've been held here for longer than I can remember. I have been granted pardon. Is it true I can return to my duties? Oh Gott, welche Duties? Cleavage zeigen.
Are we sure this peasant has authority over the prisoner's release? Well, he does have the key. My child, I will return to Arcanos. He and I have some some matters to discuss. Sie ein Succubus oder so. I will see you again up top. Thank you again for freeing me. Also die hat Hörner. Die hat Hörner. Bathcat, darling, would you do me the favor of teleporting me to Arcanos chamber? Yes, ma'am. One moment, ma'am. Ach, sie heißt Bathcat, wie süß. Schwupp. Wow. You just do anything you are told, don't you? Well, I don't get paid enough to stand around and guard an empty dungeon cell. And I certainly don't get paid enough to stand around with you for any longer than I have to. I'm out of here. I just hope the king doesn't have my head for this. Toadvine und Bathcat. Die Bartkatze. Hey, hey, sir, wait for me, sir. Mhm. A dangerous ally, okay. Mal ein paar Schlüssel gefunden, nice. Ja, momentan habe ich von allem etwas, das ist gut. Nur dem Synergie wieder mal nicht genug. Na! Anscheinend habe ich genug Lebensenergie, ich verschwende sie auch gut. Zu 80% ist sie ein Succubus, okay. Ich glaube jetzt so 190%. Und jetzt gibt es gleich Succubus Sex. Best Sex. Der, wo man am Ende ausgesaugt auf dem Boden liegt und tot ist. Manchmal muss man halt seine Seele verkaufen, ne? Jetzt geht's schon wieder weiter runter. Das ist gut, aber wir haben noch einen Raum zu erforschen. Also jetzt habe ich auch, jetzt habe ich von allem so viel und könnte sogar noch einen Boss besiegen und sowas, ne? Curses habe ich leider auch ein paar, aber manchmal läuft's und manchmal läuft's gar nicht. Ja, ich hatte auch Glück mit ein bisschen Lebensenergie und sowas. Jeder Shop hatte Lebensenergie für mich, die ich mir bezahlt, also die ich mir auch leisten konnte. Nice. Wir müssen sehr aufpassen, was wir uns gleich kaufen. Muss was Sinnvolles sein, wie zum Beispiel diese Kristallbomben oder so. Kriegen wir auf jeden Fall genug für, wenn wir sterben. Aber jetzt wäre ich fast in den Abgrund gestürzt wieder. Das ist auf jeden Fall ein seltenes Ereignis. Und wir haben einen neuen Alliierten freigeschaltet, das ist cool. Wenn auch dangerous. Okay. Dungeon 3. So weit waren wir noch nie. Weil wir nie die Gargoyles geschafft haben. Nein, ich wollte ihn killen. Au, of course. Immerhin kriege ich gerade sehr wenig Damage dadurch. Das ist gut. Ich habe schon mal 6 Damage durchs Feuer bekommen. Habe ich erwähnt, dass ich eigentlich heute noch was anderes spielen wollte? Oh, okay. Den Run kann ich natürlich nicht aufgeben. Und ja, nehmen wir beides. Keine Frage. Ich glaube, wir haben den Schlüssel dafür verschwendet? Wahrscheinlich, ne? Kristallbomben dann vielleicht auch noch Ausrüstung verbessern? Ja, maybe. Das kann schon schief gehen, ein Dämon, welcher einem etwas verkauft, was einem im Dungeon helfen soll. Ja, kann nur gut sein, ne? Zum Beispiel Curses! Kommt wahrscheinlich nur Cursed Shit bei rum. Wenn ich jetzt noch vergiftet worden wäre, ne? Das war dumm, da stehen zu bleiben. Oh, sie ist wieder da. Ja, dafür opfer ich auf jeden Fall einen Schlüssel. Willst du wieder was von mir kaufen? Ich hätte was. Where the wares are weird and the prices are weirder. Feel free to purchase. Jo, 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 jo. Wenn, dann den, ne? Ich würde schon sagen, den würde ich verkaufen. Okay. Die kosten mich eine Bombe. Eine Bombe für Leben. Ich meine, ich habe genug Bomben und hier kriege ich eine Bombe für ein bisschen Leben. Und hier bekomme ich noch Gold, ist das Gute. Das heißt, ich werde das hier machen, ich werde das hier machen. Das Leben hat sich nicht gelohnt, aber das Gold hat sich gelohnt. Und hier habe ich eine Tinktur, die mir Leben gibt. Also, ja. Und habe nur eine Bombe minus gemacht. Ich denke, das war es wert. Make the money, don't let the money be made by someone else, I think. Sehr schnell wieder weg. Bisschen schade. Dann kann ich mir nichts gönnen von. Okay.
Hey Shiro, schön, dass du reinschaust. So. Dich Vieh weghauen. Warum kann das über durch die Dinger hier durchgehen? Das finde ich aber nicht cool. Normalerweise bleibt es an der Wand hängen. Okay. Oh, wir haben so viel Gold gerade. Finde ich voll gut. Ein Boss zu besiegen lohnt sich. Wenn wir noch einen besiegen können, könnten wir richtig Einkaufsspree machen. Aber so richtig. Sehr schön. Kiste, ja. Gucken, was es gibt. Intensify. Increased damage when killing enemies. Okay. Dauerhaft? Oder wird es resettet nach einem Raum? Wahrscheinlich wird es resettet, ne? Das wäre sonst viel zu overpowered. Wird sicher wieder resettet. Ja, der hat mir ein bisschen Gold gestohlen, aber es waren nur 5 Gold. Ist okay. Ich hätte ihn am liebsten gehauen, aber ich wollte nicht von den Sachen erwischt werden. Denn jetzt ist es nämlich interessant, wenn die Pilfer, also wenn das wirklich dauerhaft wäre und wenn die Pilfer das erhöhen würden, das wäre worth it. Springt nur in Abgrund, die Idioten. Oh, das war knapp. Ich dachte, ich werde erwischt von dem Zeug. Ja, es ist dauerhaft. Wow. Vielleicht für die ganze Ebene. Vielleicht dauerhaft für immer. Auf jeden Fall worth it. Und jetzt wäre vielleicht Pilferfarben angesagt für die Hardcore, für den Hardcore Damage Boost. Das wäre immer was Schönes. Es wäre immer noch keine Synergie, die ich mir gerne wünsche. Ganze Zeit schon. Aber es wäre Hardcore gut. Ja, nicht dort, wo ich dich gerne hätte. Da oben ist noch eine Kiste, die nehme ich noch mit. Und dann gehen wir runter. Na, nichts drin, schade. Kann aber ein Schlüssel dran sein. Oh, ich will gar nicht runter. Ich will... doch, an sich will ich runter. Okay. Ist sonst nichts mehr. Schade. Ziemlich wenig. Wenn du Schaden nimmst, geht's auf null. Ach so. Funke, Glitzer, wo? Hier? Ach, da oben. Ich seh's. Danke. Ob's die Bombe wert ist. Das sind so gute Bomben einfach, die ich habe. Sind mega gut. Können mich auch ultra schnell killen, aber danke. Ah doch, wenn das aufnimmt, kriege ich wirklich Lebensenergie. Ich würde sagen, das ist ein Schlüssel wert, komm. Ich hoffe, ich kriege hier noch einen. Ja, darauf hatte ich gehofft. Sehr gut. Das Gold war es nicht wirklich wert, aber dass ich wieder einen Schlüssel bekommen habe, war es wert. Danke für den Hinweis. Das war Killerbyte, ne? Ja, Byte, dankeschön. Und die anderen beiden auch, Kadex und Gimli. Und jetzt geht's weiter runter. Natürlich dauert der Run, ne? Ich will gerade wechseln zu irgendwas anderem. Und der Run dauert wieder 3 Stunden alleine. Das ist so typisch, ey. Ah, aber nice. Immerhin kommen wir weiter und sehen wir was Neues. Nehme ich jetzt hoffentlich ein neues Gebiet? Ne, erst ein Boss und dann ein neues Gebiet. Dungeon 4. Ich glaube, jetzt müsste ein Boss kommen. Es scheint so die... Au, ich laufe noch voll rein. Oh nein, nicht du. Du bist auch so ein Saubuddel. Au. Au, au, mehrfach Damage, nicht cool. Ja, nicht stehen bleiben. Au, und ich laufe schon wieder in das Ding rein. Okay. Gefährlich, ich brauche wieder Leben. Zu viel Leben verballert mal wieder. Aber die Pilfer zählen nicht, schade. Ansonsten hätte man sich damit hochbuffen können. Dreckig. Sind also wirklich nur wirkliche Gegner-Gegner. Also alles, was einem Schaden machen kann wahrscheinlich. Jo. Nice, was ist das? Gold Frenzy! Gain temporary damage when picking up gold. Nee. Da gibt's bessere Items. Ich hätte lieber Regeneration, wenn ich Gold aufnehme. Das wäre geil. Also wahrscheinlich zu strong. Ich sag ganz einfach mal nö. Und wenn ich irgendwas finde, was mir all meine Curses nimmt, nö. Denn der nächste Curse könnte mich so crippeln, dass ich nicht mehr weiterkomme. Ist es eigentlich so schon? Oh nein, nicht das Vieh wieder. Ah, that hurts! Oh, that hurts!
Nein, aua, 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 aua. Und vor allem will ich den Kram einsammeln. Nein, 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 nein. Okay. Jetzt sterbe ich glücklich. Nicht wirklich, weil ich hätte noch weiterkommen können. Scheiße, nicht in die Stacheln jetzt noch. Oh, mit 6 Leben. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Oh Gott. Leute, wie wär's? Könnte ich einen Job haben mit ganz viel Leben? Nope. Könnte ich nicht. I'm dead. Ja, konnte ich nichts mehr machen. Ist wurscht. Schade. Aber Krista hat es ziemlich weit gebracht. Mit 4000 Gold capped, 55 Thorium. My goodness. Das war auf jeden Fall ein netter Run. Schade, ich hätte es gerne noch zum Boss geschafft. Schade, schade. I suspected you would come looking for me. Okay, schauen wir uns mal an, was sie jetzt mit ihm macht. Ah, look, Arcanos, another lamp has arrived. Peasant, the others may think you are all the same, but I am not so simple. My rescuer, they are lost to the dungeons. Either dead or imprisoned, a fate you will likely share. Please, Lilith, these peasants have done us a great sacrifice and performed a great sacrifice. A great service and performed a great sacrifice, sorry. They deserve some respect. Wow. Do not misjudge me, Arcanos. I will help both of you and your subordinates, but I refuse to pretend they are anything but what they are. Very well then, peasant. You must know that your quest and that of your predecessors is a noble one. Lilith has been returned to me and I am grateful for that. Ist das deine Bücktrulle oder was? Do not act like I am yours or that this is anything but a favor, okay? I serve only one master. Speaking of which, I'm sure you have seen altars spread around the Undermine. These altars can grant you power. But you must know the sacred prayers. Take these tomes, Lamb, and you too can pray for his power. Great. Beware, these blessings come at a cost. Yes, of course. Exuberance. Pray for blessings at shrines. Okay. Heartiness. Balance. Sagt mir alles nix. Vielen Dank. Und Sensor. Start with a random blessing. Oh. An object used in prayer. The smoke it produces represents the spirit and will of the good Dean. Dean? Ist das nicht ein anderer Name für ein Djinn? Salt Shaker, Effectiveness of Food. Das wäre alles nice, ne? Na komm, wir nehmen mal die Special-Fähigkeit für Bomben. Kriegen wir sonst nie, den Echo Blast. So. Was hast du hier noch? Sold out, okay. 1600. Damit könnten wir hier noch eine Verbesserung für unsere Rüstung bekommen. Für unser Swing Damage zum Beispiel. Oder für unser Gold. 5% sind das immer. Ja, jetzt sind es 100% Gold Integrity. Aber ich glaube, wir waren bei 60 und damit wären wir bei 65. Das macht schon Unterschied. Ich denke mal, wir nehmen das, oder? War ein echt guter Run, sagt er. Das freut mich. Yay, alle, die Option 2 gewettet haben, gewinnen. Ja, die gewinnen. Ihr sagt alle Gold, okay. Ja, der nächste 3500, alter Verwalter. Und wir nehmen noch... Kann ich das hier? Wir nehmen alle. Das hier nehmen wir beim nächsten Mal mit, bessere Crits. Ja, du hast eine Schwester, ist cool. Aber wir können uns alle kaufen, nehmen wir jetzt auch alle. Blödes Vieh. Ich habe gedacht, ich krieg's vielleicht noch, wenn ich schnell genug bin. Nein, hau ab! Dreckiges! Mieses Miststück. Der bietet nur Schlüssel an, leider. Und hier haben wir auch nur den Kram. Guck mal, so viel... Oh, hier ist der Hund! Hundi! Wir können ihn knuddeln. Engine like that. Yay! I appreciate your help with the mushrooms. Was? Das war her Lunch? Take this for your trouble. Oh, cool. Mit ihm noch nicht geredet. Apprentice Tincture, Brewed at the Alchemist. Okay. Kostet mich auch ein bisschen was. Recovers a random amount of health. Random. Na gut. Sagst du mir noch was? Ist das dein Hund gewesen? Nee. Arcanos has freed Lilith from her cell. The king will not be pleased about this. She's a traitor to the kingdom. You best stay far away from that sorceress. Was sagst du? Hexe. Bis dann, Kadex. Tschüss. Dass du da warst. Noch irgendwie, mit wem man reden kann.
Peasant, I must now tell you of the Chichu mission and you're part of it. 5 stones or shards lock away a great evil, one we must banish from the king's land. You and your compatriots have served a critical role and will continue to do so. I must ask you to collect these stones so that we may unlock the door they hold barred. Das klingt nicht so, als ob wir den banishen wollt, eher als ob wir ihn befreien wollt, just saying. Then we will destroy the evil that lay beyond and rid Delvemore of its influence. Ja, ist klar. Learn? Ah, more blessings, okay. Lämpchen, if you find more tombs in the Undermine, bring them to me and I will unlock the secrets for you, okay. Ein paar mal for free bekommen. Dann können wir jetzt wenigstens was in den Altaren bekommen. Ne, läuft. Okay. Jo, aber das hier dann beim nächsten Mal mehr. Ich wünsche euch was auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir was Schönes da, einen Kommentar, Bewertung und wir sehen uns dann. Tschüss. So. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Währenddessen gebe ich euch einen kleinen Vote. Ich glaube, ich mache schnell mal einen, ganz schnell mal einen Straw Poll. Was wir als nächstes machen. Bin gespannt, was ihr wählt.